Hallo und herzlich willkommen am Adeptus Stammtisch. Holt euch ein Getränk und setzt euch zu uns. Für gefährliches Halbwissen und interessante Gäste seid ihr hier genau richtig. Zuständig für gefährliches Halbwissen sind heute der Sven. Ja, hallo. Und ich. Und für geballtes 40k-Wissen haben wir heute dabei Sepp und Benny von Target Priority. Ja, moin. Moin. So, was ist natürlich das Wichtigste am Stammtisch? Das Getränk. Fangen wir mal mit bei unseren Gästen an. Was trinkt ihr denn heute? Benny, was hast du? Ich habe hier ein feines, naturtrübes Ohls. Das ist unschwer zu erraten. Die Oldenburger Stadtbrauerei. Das ist schmackhaft. Und als Sekundärgetränk daneben gönne ich mir so einen kleinen Kilkommen 100% Eila. Sanft und rauchig. Träumchen. Mhm. Das klingt doch richtig nett. Und Sepp, was hast du? Ich habe mich direkt mal eingedeckt hier. Also ich habe sogar drei Bierflaschen vor mir stehen. Aber die erste, die aufgegangen ist, ist Ohls Naturtrüb. Da sollt ihr euch einig. Ja, also ich wohne hier, keine Ahnung, vielleicht 20 Meter Luftlinie von der Brauerei entfernt. Und für Benny ist es vielleicht, lass es 100 Meter sein oder 150. Das fliegt uns quasi zu. Genau, ja, die rollen die Fässer hier quasi rein, nee. Genau, das ist dann irgendwie der natürliche Weg, einfach weil es auch wirklich sehr, sehr gutes Bier ist. Neben dem habe ich dann hier dann noch ein irisches und eins aus einer Rheinstadt stehen. Da keine Kleinbrauereien, belasse ich das mal dabei. Und ansonsten habe ich hier noch einen kleinen Whisky stehen, ein Artback 10, mein liebsten Whisky. Jetzt wird es wieder warm draußen, das heißt, rauchiger Whisky kann nicht mehr so lange getrunken werden, weil irgendwie im Sommer ist das nicht so geil, deswegen gönne ich mir jetzt nochmal einen. Ganz genau. Nett, nett. Sven, was hast du? Fühle mich richtig schlecht, weil ich habe was Alkoholfreies hier. Eine Erdbeermilch? Nee, heute habe ich vom Lidl um die Ecke den Arizona Green Tea mit Honey. Oh, der ist so unfassbar süß. Ja, das stimmt. Ich habe richtig Zahnschmerzen schon. Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Ja, danke schön. Ich, wie unsere Stammzuschauer wissen, bin ich ja immer noch bei meiner Weihnachtsbierpackung, die ich mir extra für unsere Stammtische aufbewahrt habe und bin beim Weihnachtsfestbier von Greifbräu angekommen. Bayerisches Bierchen, Kleinbrauerei. Schmeckt erstmal gar nicht so schlecht. Gucken wir mal, was der Abend da noch so hergibt. Bei wie viel bist du jetzt? Das ist die Nummer 10 von 12. Oh ja. Dann bist du ja schon fast durch zumindest. Ne? Fast durch, ja. Das Weihnachtsfestbier ist auch im Mai dann so langsam abgelaufen. Ich meine, gut, das sagt heutzutage auch nicht mehr so viel, aber besser, wenn man es vorher schon getrunken hat. Ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe irgendwie vor ganz, ganz vielen Jahren mal ein Bier mit einem Kumpel getrunken, weil es die letzten irgendwie im Schrank vom Vater waren. Das war eins aus der DDR. Okay. Es war recht fest. Ja gut, DDR-Biere, das ist ja meine alte Heimat, sind ja auch dafür bekannt gewesen, relativ schnell auch sauer zu werden. Und aus grünen Flaschen irgendwie besser als aus braunen. Deswegen waren die grünen Flaschen immer zuerst weg. So ein Aberglaube wahrscheinlich wie heute. Obwohl, Bier aus Plastikflaschen trinke ich eigentlich auch nicht. Na, wer weiß. Das sollte man auch nicht. Ja, das stimmt wohl. Da muss man immer von aufstoßen. Ja. Vor allem genau. Kann man damit nicht anstoßen. Das ist wohl wahr. Aber dann muss man dann tatsächlich nochmal das Glas rausholen. Ja, dann so viel zu unseren Getränken. Alles sehr eine gute Auswahl heute. Auch unsere Gäste sind wirklich sehr gut ausgestattet. Sepp und Benny, für unsere Zuhörer, die euch noch nicht kennen sollten, obwohl ihr wahrscheinlich mit die größten 40k-Influencer mittlerweile in Deutschland seid, stellt euch mal kurz vor, wie seid ihr ins Hobby gekommen? Sepp, du kannst mal anfangen. Ins Hobby gekommen. Oh, ganz, ganz früher habe ich mal einen White Dwarf gekauft im Kiosk und da war ein Skave vorne drauf und das fand ich so cool. Ich wusste nicht, was das war, was das sein sollte, aber die kleine Ratte fand ich geil und habe dann meine Eltern angebettelt, dass ich bitte dieses Magazin haben darf. Dann habe ich es gekauft, bekommen und habe immer noch nicht verstanden, was das überhaupt ist. Und war dann eben in unserer Heimatstadt in Oldenburg dann in einem Laden, den es auch heute noch gibt. Und da wurde ich dann reingeeast in das Thema. Und dann war das halt noch Warhammer Fantasy. Und dann habe ich mir irgendwie dann zu Weihnachten eine Box gewünscht und bekommen. Und
Hatte dann aber nicht, war noch sehr, sehr jung und hatte da dann auch irgendwie nicht die Mitspieler, sage ich mal. Und irgendwie war das dann eher so ein schön angucken, Sachen lesen. Und irgendwann wurde es dann halt auch irgendwie uninteressant, sage ich mal. Dann ja, kam das normale Leben. Und dann, als ich, als ich wieder zurück hierher gezogen bin, weil ich in Frankfurt gearbeitet habe, bin ich dann irgendwie dann doch in einen GW-Laden gelaufen und dachte mir, ich habe irgendwie wieder Bock, irgendwas zu machen, irgendwas reinzunörden, weil ich viele MMOs lange gespielt habe und dann ist mir aber 40k immer wieder irgendwie in den Blick gekommen und dann bin ich nochmal in den GW-Laden und habe mir eine Box gekauft und dann ging es los und das war vor, ich glaube, 4 Jahren, 2017, 2016, 2017, irgendwo da, also 7. Edition war da gerade gekommen, müsste dann 2016 wahrscheinlich sogar gewesen sein. Ist sogar noch länger her. Noch länger her, scheiß die Wand an. Die Zeit vergeht. Ja, das ist sogar noch länger her, genau. War auf jeden Fall zur 7. Edition und dann fing ich an mit Dark Angels. Und da lief das Ganze irgendwie dann los. Dann hat man sich in Oldenburg, hatte man relativ schnell Zugang zu Spielern. Der GW war gut besucht. Relativ viele aus der aktiven Turnierszene waren halt da auch zugegen. Und so hat es dann einen auch direkt irgendwie tiefer in das ganze Thema getrieben. Und dann auch relativ fix kompetitiv, so wie sie es anhört. Ja, genau. Ich bin bei, also sobald es die Möglichkeit auf einen Wettbewerb gibt, fällt es mir sehr schwer, dann Dinge nur noch aus der Spaßbrille zu betrachten. Ja, verständlich. Benny, wie war denn dein Start ins Hobby? Ja, Copy-Paste, nee. Aber also irgendwie nicht, natürlich. Irgendwie dann, wir sind ja alle dann irgendwie die 12-Jährigen, die sich irgendwann mal von den Fancy-Modellen haben flashen lassen. Ich hatte damals irgendwie so Imperiale, so ein bisschen. Bis nach 2 Squads und einem Hellhound und 3 Bullgrins, glaube ich, das Geld alle waren. Ich habe nie ein richtiges Spiel damit gemacht. Also nie ein vernünftiges so. Und also es ist auch alles noch nicht bemalt. Der Kern des Pile of Shame, sag ich mal. Aber ich habe das alles noch irgendwann wieder auf dem Dachboden bei Eltern irgendwann mal ausgebuddelt. Und habe auch dann so ein, wie Sepp eigentlich auch, so einen langen Tiefschlaf in der Hinsicht gehabt. Das hat dann irgendwann aufgehört und dann waren andere Sachen wichtig. Und irgendwann, weiß nicht, mal andere Leute wieder kennengelernt und die haben das dann auch gehabt. Und dann, da war doch was und so. Und dann einfach mal, weiß ich nicht, 200 Euro in die Hand genommen und die hässlichste Secondhand-Türer-Armee gekauft, die es so gab. So mit eBay Pro Painted? Ja, genau, 2 Zentimeter Lackschicht. grüner Lack. Ich habe einmal versucht, alles abgeguckt. Ich habe einmal versucht, die zu entfärben. Nie wieder. Und dann habe ich Sepp auch getroffen und wir haben eine Weile zusammengearbeitet und der hat mich da halt irgendwie zu Turnieren geschleift und so. Ich habe ihm gesagt, ja, so ein bisschen zocken, dies, das, ganz lustig, haha. Es ergab sich aber, dass es halt schon irgendwie uns das Spiel beiden irgendwie mega Spaß macht, wenn man irgendwie anfängt, sich zu messen und sich gegenseitig auszutricksen und so dieses, das Spiel gut spielen irgendwie im Mittelpunkt steht. Und dann hat er mich, wie gesagt, irgendwie auch mal zum ersten Turnier geschleift. Das muss nämlich schon so 2016 oder so gewesen sein. Und gibt es dazu noch irgendwie mehr zu sagen? Ja, kompetitiv halt echt nicht direkt von Anfang an, aber die Oldenburger Szene ist, wie Sepp auch schon sagt, halt doch stark kompetitiv. Viele wirklich, wirklich gute Spieler, EDC-Spieler, einfach Top-Leute dabei. Und dann misst man sich halt auch direkt mit einfach richtig guten und dann ist man auch relativ schnell auf einem Niveau, wo man auf Turniere fahren kann, ohne direkt verdroschen zu werden. Und ja, letzten Endes macht mir das Event-Ding daran einfach total viel Laune. Also dieses, die Leute treffen, diese große Klassenfahrten, die man da hat, dieses einen Tag einfach nur voll wegnörden. Das genau. Ja, ist ja auch eine durchaus eingeschworene Community, wo sich einige dann auch regelmäßig auf den Turnieren wieder treffen. Und wenn man, weiß nicht, aus Berlin, Oldenburg, sonst wo, München und so weiter kommt, dann trifft man sich halt hauptsächlich da, nicht wahr? Ja, also das ist natürlich auch einfach eine wunderbare Sache. Also wenn die Turniere halt stattfinden, dann gerade diese 2-Tages-Turniere, die haben natürlich so einen ganz besonderen Vibe irgendwo, weil die dann, natürlich ist der Grund, warum man da ist, vorderst eigentlich das Spiel selber, aber wie man die Zeit zwischen den Spielen
verbringt. Das ist dann halt eben auch mit Menschen, die man nur einmal, zweimal, dreimal vielleicht im Jahr sehen kann. Jetzt haben wir ja mittlerweile wenigstens das Glück, dass wir halt über den Discord alle in Verbindung sind und dann so miteinander quatschen können, neue Leute kennenlernen und die dann auf den Turnieren trifft. Und dann hat man direkt jemanden quasi an der Seite und weiß, hey, wir haben doch schon mal getippt und dann kommt man sofort ins Gespräch. Und es ist halt über die vielen Turniere, zu denen man nach und nach fährt, wird das ja sicherlich so eine eingeschworene Gemeinschaft in Anführungszeichen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Bekanntenkreis, den man sich dann irgendwie aufbaut und wo man sich jedes Mal freut, dass man weiß, hey, in einem Monat sehe ich wieder Dings und Bums und dann trinkt man wieder ein Bierchen und redet einfach 48 Stunden lang Quatsch. Mhm. Das ist dann schon ein bisschen wieder so, ist schon mühweit wieder Kind sein natürlich dann auch irgendwo, ne? Also es ist halt Pause vom Alltag und zwar auf eine wunderbare Art und Weise. Mhm. Klar, nö. Kann ich absolut nachvollziehen. Und eingeschworen meine ich jetzt natürlich auch nicht geschlossen, weil das ist es ja nicht. Es können ja bei euch auch immer wieder neue Leute dazukommen. Ja. Genau, sind wir jetzt schon so beim kompetitiven Bereich und ihr sagtet ja auch schon in Oldenburg sehr, sehr gute Spieler. Berichtet mal von eurem Club und wenn man Interesse hat oder aus der Nähe Oldenburg kommt und euch noch nicht kennen sollte, wo findet man euren Club und kann man da so ohne weiteres einfach zu euch kommen, wenn Corona dann natürlich wieder so weit überstanden ist, dass man da auch mitmachen kann? Benni? Jo, ich glaube, es gibt gar nicht so eine richtige Präsenz, so internetmäßig. Also erstmal der Club sind die 40 Kings. Das ist auf jeden Fall auch ein Household Name, sag ich mal. Ja. Und hat auch Mitglieder in ganz Deutschland auf jeden Fall eine ganz gute Zeit. Mittlerweile ist es stark Oldenburg fokussiert. Und es gibt jetzt nicht so eine richtige Adresse irgendwie, wo man uns anschreibt. Es gibt einfach, gab halt zu Normalzeiten irgendwie einen Mittwochabend, an dem man einfach an den Spielort kam und über WhatsApp-Gruppen und hast du nicht gesehen. Also man schreibt uns einfach direkt an, über den Discord. Da gibt es immer irgendwie eine Kontaktmöglichkeit und dann kann man auf jeden Fall auch mal kommen und mitspielen und gucken, ob das was ist. So, ist ja keine geschlossene Veranstaltung in dem Sinne. Ja, aktuell geht halt gar nichts, außer irgendwie in welchen Wohnzimmern. Dazu kommt, dass die Räumlichkeiten gerade sowieso ein bisschen in Frage stehen und da so ein bisschen Neuorientierung irgendwie ansteht. Aber im Großen und Ganzen ja, läuft das so Mund zu Mund und wer Bock hat, kann einfach fragen und kommen immer mal wieder Leute dazu. Das ist sehr schön. Das tut der Sache ja auch gut, sich nicht immer im gleichen Saft da irgendwie rumzuschlagen. Ja, wir haben es bei uns ja auch so, dass wir, also auf der einen Seite sind es eben die 40 Kings, das ist ja zum Beispiel, also sag ich mal, das ist der große. Das sind die Leute, die halt wirklich komplett kompetitiv spielen. Bei uns in Oldenburg ist das so, dass unser Club so ein bisschen ja innerhalb eines Vereins eben ist. Also der Spieltraum ist das in Oldenburg. Und da gibt es halt dann noch eine, sag ich mal, so ein Seitenarm, der nennt sich Playnetics. Das ist dann so ein, auch ein Club für 40k. Dann würde ich sagen, eher für die fluffigeren, eher für die Bier- und Brezel-Sachen. Und die 40 Kings ist so eher unser Turnier-Tag, könnte man so sagen. So, das ist dann, wenn es, wenn dann halt irgendwie ohne Handschuhe geboxt wird, dann. Wenn es ernst wird, meinst du? Genau, so. Und ja, und dieser über den Spieltraum ist das Schöne halt, dass das so über Jahre sich einfach aufgebaut hat und wir dann irgendwann dazukommen durften und uns da dann irgendwie auch mit eingebracht haben. Also es gibt ganz, ganz viel Gelände für ganz viele Tische. Dort wurden ganz viele Turniere schon ausgetragen. Das heißt, es gibt ganz viele Platten, Matten und das alles da irgendwie, um, wenn man denn dann wieder darf, einfach einen richtig schönen Abend irgendwie zu haben mit tollem Gelände und tollen Leuten. Und jeder, der irgendwie aus der Nähe, aus Oldenburg kommt, Bremen, aus Friesland und drumherum oder der irgendwie Bock hat, ein bisschen weiter zu fahren, der kann sich natürlich sehr, sehr gerne bei uns melden, gar keine Frage. Spielt ihr nur 40k im Club oder auch andere Systeme? Ja, da müssten wir, glaube ich, so auch wieder unterscheiden. 40 Kings ist 40k, klar. Sonst im Club sind auch noch andere Systeme. Also sage ich mal, was unter diesem Spieltraum-Thema ist, da gibt es dann auch die Star Wars-Spiele. Ich glaube, einige spielen sowas wie Dystopian Wars und so Zeug.
Ja, oder auch also, so Experten-Brettspielrunden und sowas gibt es definitiv auch. Ja, genau, auch. Genau. Und Rollenspielrunden und weiß der Geier nicht was. Also da ist irgendwie alles, was so diesen Nerd-Tag bekommen kann, ist da sicherlich mit drin. Persönlich bin ich sehr, sehr interessiert an ganz, ganz vielen anderen Spielen, aber da muss ich auch ehrlich sein, noch ein Tabletop neben 40k, da gibt es einfach keine Zeit für. Also vor allen Dingen, weil 40k natürlich auch jetzt bei Benny und mir, glaube ich, auch ein größeres Ausmaß angenommen hat, als es bei einigen anderen einfach der Fall ist. Hm. Allein durch den Podcast. Ja. Ja, also kann ich absolut nachvollziehen, obwohl wir versuchen ja auch noch ein bisschen andere Sachen abzudecken, aber schon allein GW hat so viele Tabletops, da kann man sich schon bei GW drin verlieren und dann gibt es ja noch so viele andere Hersteller wie Corvus Belli etc. Ja. Kann man gar nicht alle nennen, alles interessante Sachen, aber einfach die Zeit, die hätte man gerne dafür. Ja. Spielt ihr noch was anderes? Ich spiele Star Wars Armada. Age of Sigmar. Und ansonsten, ansonsten überlege ich gerade ganz stark bei Marvel Crisis Protocol, ist so ein kleineres Skirmish-Tabletop mit den Marvel-Figuren, das dann halt auch dieses alternierende Zugsystem hat, was ich mal ganz interessant finde, wenn man sonst halt die GW-Systeme, die meisten sind ja dann noch, erst ziehe ich, dann ziehst du. Ja. Dann ist so ein alternierendes System ganz nett, was ja Star Wars Armada auch schon hatte. Ja, da muss halt irgendwie so mehrere Sachen zusammenkommen, glaube ich, ne? Wenn man sich so einen Tabletop aussucht. Mich begeistern halt irgendwie, bei 40k war es die Lore und die Minis einfach. Ja. Und weil man irgendwie das Tag Games Workshop kannte und da hatte man schon direkt einen Bezug zu. Und dann diese ganzen kleineren Skirmish-Systeme, da gibt es auch so viele sauinteressante, sowas wie Karneval und sowas, wo ich mir denke, ich sehe die Minis und denke mir, oh, hätte ich mega Bock, das zu spielen. Und dann gucke ich in meinen Schrank, wo 50% der Minis einfach nicht angemalt sind, weil ich das hasse. Und ja, geht mir ganz genauso. Ja, wir gehen ja gerade noch steil auf Adeptus Titanicus. Ah ja. Soll vom Spielsystem her total geil sein. Ja, auch wieder alternierend Abzugsfolge. Allerdings lässt uns GW nicht die Möglichkeit, damit anzufangen, weil irgendwie die Lieferungen nicht ankommen. Ah, schade. Ja. Irgendwie Jan hat sich im Januar das Starter-Set bestellt und das ist immer noch nicht da. Also. Ätzend. Liegt es denn wenigstens beim Zoll die ganze Zeit? Oder? Ja, das liegt in Herne. Oh ja, da wo alles liegt. Ja. Die müssen echt auf kistenweise GW-Zeug sitzen. Das. Ich glaube eher so lastwagenweise. Ja. Schiffscontainer. Eine Ever Given. Ja. Ja. Interessiert euch dann neben Tabletops noch für andere Nerd-Themen? Was so Gaming, Bücher, Filme, ist ja vieles, wo auch GW seine Inspirationen für viele Armeen und auch die Lore hergezogen hat. Kanntet ihr da vorher schon was oder wart ihr vorher schon interessiert oder habt ihr euch aufgrund von 40k oder so auch nochmal in andere Sachen wie Dune oder ähnliches mal eingelesen oder interessiert ihr euch dafür? Benni, du wärst mal wieder ran. Ja, ey, ich lese eine Menge, also ich las eine Menge, seit ich ein Kind habe, irgendwie komme ich da gar nicht mehr zu, aber kenn ich. Ich bin in nichts irgendwie so hart abgenerdet wie in 40k. Also es gibt viele Sachen, die mich interessieren, wo ich auch mal irgendwie den Kopf reinstecke. Auch so, keine Ahnung, ich habe mich auch mal fast für Freebooters Fate zum Beispiel anfixen lassen. Fand ich mega geil, hat Spaß gemacht. Aber wie selbst schon sagt, so, ne, die Liebe reicht für einen Tabletop so und auch die Zeit. Und das ist mit anderen Sachen bei mir genauso. Also ich spiele gerne Sachen am Rechner so, ich zocke, ich lese, aber es ist jetzt nicht so, dass man in eine Sache so richtig hart eskaliert. Das kann ich mir zeitmäßig gar nicht vorstellen, wie das überhaupt noch geht. So. Nee. Gärtnern vielleicht noch, ne? Und Sepp, bei dir? Ja, also schon immer sehr Gaming-affin, sag ich mal. Also MMOs irgendwie rauf und runter. Auch jetzt ist es immer noch so, dass ich gerne in das Warhammer Online MMO reingucke, was ja total getankt ist eigentlich, aber wo es ja immer noch einen Privatserver gibt, der sehr gut funktioniert. Da war ich damals auf der Games Convention. Ja, ich auch.
Da wahrscheinlich standen wir genau in der gleichen Reihe hintereinander, haben uns gesehen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das kann sehr, sehr gut sein. ja, also bei weiteren, zu 40k bin ich vor allem gekommen, weil mir halt irgendwann, ich habe eine Zeit lang auch das Herr der Ringe Tabletop, ich habe diese Zeitschrift gesammelt und mir ist halt irgendwann dieses High Fantasy auf den Senkel gegangen, wo ich dann gesagt habe, oh, ich kann es nicht mehr sehen, die ganzen Elfen mit ihren Bögen und das nervt einfach nur noch. Also mittlerweile habe ich mich da auch rehabilitiert, aber das war eine Zeit, da konntest du mich dann mit dem Zeug jagen und so ist es dann irgendwie Richtung 40k gegangen und oder Richtung Science Fiction, sage ich eher. Und da war 40k auch so das interessanteste Universum für mich. Star Trek, Star Wars, ich kann das total verstehen, dass das Leute richtig geil finden, weil wahnsinnig viel drin ist, aber vom Look her ist das halt nichts für mich und deswegen ist es irgendwie 40k gewesen und dafür habe ich dann so einen relativ großen Nerd-Bereich, sage ich mal, einfach mal irgendwie neben mir liegen lassen, aber auch ähnlich wie bei Benny ist es dann, glaube ich, dass ich auch so in andere Themen dann gar nicht mehr so tief einsteigen kann. Ja, weil die Zeit da vielleicht dann irgendwie nicht da ist. Außerhalb des Nerd-Lebens gibt es ja auch noch eins und das ist bei mir dann zum Beispiel die Liebe Fußball, die bei mir dann noch Zeit frisst, wenn man denn mal wieder spielen kann, beziehungsweise jetzt am Wochenende gibt es ja zumindest dann was im Fernsehen zu sehen und wenn man dann da auch noch selber spielt, dann ist dann noch relativ wenig Freizeit noch für anderes Zeug, weil das Privatleben zu Hause so ein bisschen will ja auch noch gemanagt werden und von daher ist es wie bei Benny die große Liebe 40k mit der großen Liebe Fußball und dann war es das, was Nerdigkeit angeht. Ja, ne, kann ich nachvollziehen. Also bei mir sind es die Expertenbrettspiele, die ihr schon mal angesprochen habt. Also ich sitze hier gerade in meinem Hobbyraum mit 300 Brettspielen. was wie viel hast du davon gespielt? Die haben wir auch, so ist es nicht. Aber Davon habe ich zwei Drittel auf jeden Fall regelmäßig schon gespielt. Sind natürlich noch einige Sachen nicht gespielt, aber gerade jetzt in Corona-Zeiten, also unsere regelmäßigen Brettspielrunden fallen seit anderthalb Jahren aus. Oder gefühlt seit anderthalb Jahren. Vor allem wie ätzend, ne? Wir hatten erst im Dezember vor Corona hatten wir eine Mitgliederversammlung und da hast du dann angeboten, regelmäßig jede Woche irgendwie so einen Brettspielabend zu machen. Oder zweimal im Monat oder so. Genau. Und dann kam Corona. Also nochmal, ja. Genau. Dementsprechend, also das, dann Bücher, The Witcher, rauf und runter, alles, was da so gibt. Cool. Fantasy sowieso. Ich bin auch bei Warhammer Fantasy damals eingestiegen. Also die Geschichte, die Sepp erzählt hat, kann man, und Benny auch bestätigt hat, kann man bei mir auch 1:1 so übernehmen. Bloß, dass ich tatsächlich keine große Pause hatte, nur so anderthalb, zwei Jahre im Studium. Aber sonst habe ich das eigentlich seit 2002 durchgezogen, das Hobby. Wie viel hast du bemalt? ja, also wenn ich jetzt sage 30%, könnte das etwas übertrieben sein, aber so in dem Dreh würde ich sagen. Okay. Also bemalen ist auch wirklich nicht so meins. Basteln, spielen, das ist so meins, auch wenn noch nicht auf dem kompetitiven Niveau. Dafür fehlten mir immer die Szene, also die Spiele, an denen man sich sozusagen dann so hart misst, dass man immer weiter dann auch so richtig kompetitiv wird und dann auch große Turniere fährt. Das fehlt mir noch ein bisschen. Dass man daran wächst, so, ne? Ja, genau. Und das kommt dann wahrscheinlich jetzt in Zukunft, steht es auf jeden Fall auf der Liste, vielleicht auch die Hanseatic Alliance Open 2022. Dieses Jahr weiß ich noch nicht. Das haben wir doch sowieso schon gesagt, dass wir da hinfahren als Club. Genau. Und sei es nur zum einmal Würfel schmeißen und dann Bier trinken, geht ja auch. Ja, klar, nee, da bin ich immer offen für. Also mehr erwarte ich eigentlich auch nicht. Aber Kleinstbrauerei-Bier gibt es im Hotel nicht, das kann ich schon mal sagen. Aber das ist auch so okay. Ja, genau, solange es vernünftiges Bier gibt. Es gibt Bier. Die Definition ist immer vernünftig, ne? Das schätzt ja auch jeder anders ein. Ja, in Bremen ist halt schon eine sehr, sehr, sehr große Brauerei. ja. Anheuser-Busch, ne? Oder? Ja, genau. In großen Lettern steht es in einem ehrwürdigen Gebäude. Budweiser Light. Bremen trinkt Budweiser Light. Jetzt Oldenburger darf man das wahrscheinlich sagen. Ja, ich meine, Bremen ist die Vorstadt von Oldenburg, von daher. Ja, also wie gesagt. Karlsruhe jetzt, keine Ahnung.
worüber die reden. Ja. Ist doch alles in der Hamburg. Ja. Gut. Also Nerd-Themen soweit abgehakt. Podcasts. Ich meine, wir machen Podcasts, ihr macht schon länger einen richtig guten Podcast. Was hört ihr denn so? Was sind eure zum Teil Inspirationen, aber auch so das, was euch interessiert? Und habt ihr da vielleicht auch Empfehlungen für unsere Zuhörer? Sepp? Alles an Podcasts oder 40K? Wir sind ein Podcast für Nerd-Themen, aber auch für Wissenschaft und alles, was dir so einfällt. Okay. Also gerne alles. Also ich höre halt sau viele Podcasts, ehrlich gesagt, weil ich normalerweise zur Arbeit pendel und das auch relativ gerne mache, weil ich zum Beispiel auf der Fahrt Podcasts hören kann. Ja. Demnach gibt es da echt ganz, ganz viele irgendwie. Also wenn man jetzt mal zu 40K höre ich vor allen Dingen halt internationale Sachen. Das Art of War-Zeug ist halt immer ganz gut. Die Jungs sind ja auch sehr, sehr kompetitiv unterwegs. Da kann man gut zuhören, aber auch Sickness from the Frontline, der Klassiker mit Breeze, einfach weil ich dem gerne beim Labern zuhöre. Ich finde das super angenehm zu hören. Ja. Dann, wenn hier in Deutschland dann natürlich Fred mal wieder was rausschießt von Breaking Heads, sofort, klar, höre ich mir auch gerne an. Da gibt es auch immer super Input. Und ansonsten, ja, ein kleines Nerd-Ding neben 40K habe ich vielleicht noch, das nennt sich Blood Bowl. Da kann ich auf jeden Fall den Bonehead-Podcast dann empfehlen, der ist ganz geil, den mag ich auch ganz gerne hören, auch weil ich den Typen einfach cool finde, der das macht. Und ansonsten höre ich sehr, sehr viele Podcasts, also aus dem Comedy-Bereich irgendwie typisch klar, was man kennt, Baywatch Berlin und so. Und ja, Wissensgedöns, sag ich mal, sowas wie SWR2 Wissen und so ein Zeug. Also das ganz, ganz gerne, einfach um noch ein bisschen die Birne irgendwie auch mit normalen, echten Themen irgendwie zu füllen. Eine Stunde History von Deutschlandradio ist auch ganz cool. Und dann geht es schon in Richtung Fußball. Und da höre ich mir einfach eigentlich immer einfach mal Luppen mit Toni Kroos an und dann auf jeden Fall Ball You Need Is Love. Den kann ich auf jeden Fall immer empfehlen von Arne Zeigler. Der ist sehr, sehr geil, der Podcast. Wer ein bisschen Lust oder wer ein bisschen Fußball mag und Stadiongedöns und die Verbindung von Fußball und Musik, der ist da auf jeden Fall gut mit beraten, sich das mal zu gönnen. Toni und Felix Groß übrigens aus meiner Heimatstadt. Greifswald. Genau. Benni, was hörst du denn? Ja, auch fast gar nichts mehr, ey. Also seit Homeoffice und Corona-Kram bin ich froh, wenn ich unseren eigenen Podcast produziert kriege. Aber nee, das ist natürlich total übertrieben. Eigentlich bin ich eher so ein visueller Mensch und lass gerne so Sachen laufen. Das ist also eher so Battle Reports, so, wo ich irgendwie gar nicht verfolge, was so richtig passiert, aber wo Leute einfach voll abnörden, weil sie gerade voll drin sind, weißt du? Ich bin nicht so ein Podcast-Hörer in dem Sinne. Obwohl ich hier so Best in Faction eine Zeit lang fand ich richtig gut, aber dann ging mir ein Typ einfach mega auf den Keks. Und ich habe sowas, wo ich manche Leute irgendwann nicht mehr hören kann. Das geht relativ schnell, weil die irgendeinen Spleen haben, so wo ich ausschalte dann. Und, so ein rasselndes Atmen zum Beispiel. Ja, oder so ein knatschendes Stuhl. Nee, sind oft eher so Charakterzüge, wo ich sage, das geht mir so dermaßen gegen Strich, dass ich irgendwie, ja, dann hört es bei mir auf, dann fehlt die Sympathie oder so, keine Ahnung. YouTube-Kanäle finde ich eigentlich dann, weil ich eher so ein visueller Typ bin, irgendwie spannender. Da gab es einfach eine krasse Explosion in den letzten 2-3 Jahren, dass einfach die Kanäle sich auch in Sachen Produktionsqualität irgendwie immer mehr überboten haben. Und dann finde ich das schon fast alles zu professionell. Also so Tabletop Titans oder das 40K, also Play on Tabletop, 40K in 40 Minutes, die machen tolle Formate so, die sind aber schon so fast so Hochglanz, ne? So super, super Profi-mäßig mit $7,000 Kameras und so. Überproduziert. Weil die dafür bezahlt werden. Ja, und das ist ja aber cool, dass das geht. So, also ich finde das erstmal fantastisch, dass es überhaupt Leute gibt, die zocken irgendwie
dass die das profimäßig machen können und damit irgendwie geilen Content produzieren. Ne? Und dann auch so Tabletop Tactics zum Beispiel sind auch schon, haben so ein Produktionsniveau erreicht, wo das ist echt krass. Das ist einfach das richtig gutes Fernsehen im Prinzip, ne? Mit allen Klingeln und Glocken. Und das ist auch super, ich freue mich darüber. Und bei mir ist aber irgendwie mag ich die schnodderigen Sachen immer ein bisschen lieber, wo man noch ein bisschen Entwicklungspotenzial sieht, wo die Leute irgendwie noch ein bisschen Mit Handykamera gefilmt. Ja, irgendwie ist das ein bisschen so. Und deswegen entdecke ich die ganze Zeit irgendwie so neue Kanäle. Die habe ich aber gar nicht alle auf der Pfanne, ne? Hm. Aber so meine Abo-Leiste wird da irgendwie immer größer mit so halbgaren Sachen. Aber du willst sie ja nicht mit Klicks füttern, weil dann werden die qualitativ hochwertiger und dann fallen die wieder aus deinem Raster. Das stimmt ja nicht. Die machen schon alle irgendwie gute Sachen so und das, ich guck mal, ob ich jetzt hier irgendwie gerade genannt kriege. Wo ich einfach schon länger nicht mehr reingeguckt habe. Nee, ich mach mal die Deutschen erstmal, wo auch viel, viel gerade passiert. Die Black Hydra-Kanal, die Flat 3 Damage-Sachen, die auch sich immer weiter hochschrauben, super geil. Kings of the Hill sowieso, also die gucke ich alle, lasse ich alle gerne laufen. Ansonsten gibt es welche, die mittlerweile richtig gute Streams machen, also Livestreams von Turnieren, auch wenn es wenig Turniere gibt. Jetzt gerade groß in der Diskussion, die Fabricators Forge-Leute, letzte große Turnier gestreamt haben. Die Donautrolle werden oft übersehen hier in Deutschland. Die auch schöne Livestreams machen. Hm. So, das ist denke ich mal, so das, was bei mir meiste Zeit auch läuft. Wie gesagt, so Leute wie bei den Tabletop Titans oder sowas, das fand ich irgendwie zwei, dreimal richtig spannend und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwas passt dann nicht mehr. Ist auch gut, wenn... Wir dürfen mittlerweile ja anspruchsvoll sein, was unser Entertainment-Wunsch angeht, weil die Vielfalt mittlerweile so groß ist. Finde ich super. Ja. Genau, vorher war es so, dass man hatte, sag ich mal, ein gewisses Maß an Freizeit und dann hat man sich durch die Gegend geklickt und gehofft, irgendwas zu finden, was einem gefällt. Und jetzt hat man schon so 20, 30 Quellen gefühlt. Und dann ist die Zeit auch auf einmal nicht mehr da, alle Quellen anzugucken und dann wird man wählerisch. Ja. So ist es. Kann ich absolut bestätigen, Homeoffice ist auch für mich irgendwie so der Killer, was Podcasts angeht. Im Prinzip höre ich Podcasts hauptsächlich, wenn ich meinen Kleinen gerade im Kinderwagen durchs Dorf schiebe. Da hat man dann nochmal 40 Minuten oder so, wo man Podcasts hören kann. Und dann eigentlich hat Sepp alle 40k Podcasts genannt, die ich auch höre. Ansonsten Hardcore History kann ich noch empfehlen, wer mal Zeit hat, sich einen 4- bis 6-stündigen Podcast über bestimmte Geschichtsthemen anzuhören auf Englisch. Auch immer ganz spannend. Und 4- bis 6-stündig, wer mal Zeit hat. Ja, genau. Also fürs Rasenmähen oder so. Ich habe irgendwie. Kann man sich das nachts anmachen für den Rasenmähen? Und dadurch das Hirn dadurch so richtig beschallen dann die ganze Nacht durch. Da lernt man vielleicht was im Unterbewusstsein. Genau. Und sonst, Sport halt auch. Habe ich in unserem letzten Podcast auch schon mal erwähnt. Downset Talk, aus meiner Sicht der beste NFL-Podcast, deutschsprachige, kann ich absolut empfehlen. Und für Brettspiele bin ich auch auf den englischen oder amerikanischen Markt ausgewichen, da The Secret Cabal Gaming Podcast. Absolute Empfehlung. Jo, Sven, hast du noch Empfehlungen für Podcasts? Tatsächlich höre ich zurzeit nicht so viel, weil ich ja auch viel Kurzarbeit habe. Ich höre halt auf der Arbeit immer Podcasts. Ich stecke mir die Stöpsel rein und schweiße dann da meine Sachen vor mich hin. Das ist ein sehr dankbarer Job, was sowas angeht. Ich kann noch Podcasts ohne richtigen Namen empfehlen. Also es ist ein Comedy-Podcast. Und die haben jetzt auch einen Spin-Off gestartet, das heißt Verbrechen ohne Namen. Das ist so ein True-Crime-Podcast. Oh ja, da habe ich auch mal versucht reinzukommen. Aber das ist dann ein deutscher. Ich habe so mehrere englische gehört, die dann auch teilweise in diese komplett überproduzierte Richtung irgendwo gegangen sind. Da gab es dann 15 Millionen Nebengeräusche irgendwie, weil da irgendwie alles reingeworfen wurde. Das muss möglichst real sein, bis zu dem Punkt, dass man gar nichts mehr gehört hat. Okay. Also Effekte und sowas. Und so. Ja, ja, genau. Also ne, Soundboard richtig vollgeknallt und dann einmal mit dem Kopf rüberrollen. So, also da gibt es echt so spannende Ansätze bei diesen ganzen True-Crime-Sachen. Ist ja auch total in irgendwie momentan. Aber so einen vernünftigen deutschen, ich habe jetzt ein, zwei Mal Werbung im Fernsehen gesehen, aber wie hieß der, den du jetzt gerade hattest? Die nennen sich Vorn, also Verbrechen ohne richtigen Namen. Okay. Und
die machen das eigentlich relativ locker, lässig, schmeißen hier und da auch mal einen Gag rein. Also es ist nicht so bierernst. Ne? Mhm. Es ist echt, macht Spaß, muss ich sagen. Ja, von unseren Podcast-Empfehlungen zum heutigen Hauptthema, dem Target Priority Podcast. Ihr seid jetzt in der dritten Season, so wie ihr es auch selber nennt. Wie kamt ihr denn überhaupt zu der Idee, einen Podcast zu starten? Wo kam der Name her und was waren eure Inspirationsquellen? Sepp. Ja, also eigentlich kann sogar Benny die Story besser erzählen, weil er so ein bisschen das Opfer des Ganzen geworden ist. Kurzversion, Sepp hat mich einfach so lange damit belatschert, bis ich nachgegeben habe. er hat tatsächlich immer schon mal gesagt, ich muss mal einen Podcast machen. Und ich immer so, ja, weißt du, ich habe Equipment und sowas, habe ich noch da, du musst einfach nur mal Bescheid sagen. Dann kann ich dir das aufnehmen. So, ich wollte eigentlich nie dabei sein. Und Sepp wollte irgendwie nie anfangen, so richtig ohne Co-Host. Und dann gab es also die legendäre erste Folge halt irgendwie als Nachwehe des Grand Tournaments in Amsterdam. Damals 2019? 18. 18, ja, ach du liebe Zeit, 18. Als Nachwehe, weil wir so begeistert waren, dass wir dann wirklich gesagt haben, nee, jetzt sitzen wir uns hin, jetzt machen wir das einfach, scheiß drauf. Es gab da wirklich zu der Zeit ja einfach keinen richtigen Podcast, also regelmäßigen. Es gab schon ein paar Einzelveröffentlichungen, aber es gab keinen richtigen regelmäßigen Podcast für die deutsche Turnierszene und das war so ein bisschen die Idee, das dann ins Leben zu rufen und mit der Begeisterung quasi von einem Turnier zu kommen, das wir so in der Form noch nie gesehen hatten, darüber auch berichten zu wollen, den Wunsch, das zu teilen. Haben uns tatsächlich hingesetzt, ohne alles, einfach nur mit einem Mikrofon, ganz furchtbar. Man hört das noch. Noch so richtig schön unterproduziert und schnodderig. Ja. Ich liebe es. So viel geändert hat sich gar nicht. Also und tatsächlich hat sich seitdem unserer Herangehensweise auch gar nicht so viel geändert. Gibt immer so ein paar Eckpfeiler, an denen wir uns lang hangeln und der Rest ist halt irgendwie ganz viel Improvisation, ganz viel gute Laune, die irgendwie aus unserer Dynamik entsteht oder so. Und damit rollen wir dann. Hm. Auf jeden Fall charmant und das hört man auch aus, muss man sagen. Ja, wir lassen viel laufen, es ist viel Stream of Consciousness irgendwie so. Wie Benny sagte, wir haben so ein paar Eckpfeiler, die wir uns setzen und dann ist es aber auch wirklich, dann kommt man einfach ins Gespräch und genau das soll es halt auch sein. Es sind halt zwei Kerle, die über ziemlich kompetitives 40k irgendwie sprechen und wir haben uns so mühweit dann zur Aufgabe gemacht einfach. In der ersten Folge war es halt so irgendwie, boah, das Turnier war mega geil und dann hatte sich aber ganz, ganz schnell so ein Themenblock für uns, den wir für uns dann irgendwie entdeckt hatten, war Community zusammenzubringen, Community zu pushen und so ein bisschen den Leuten ihren wohlverdienten Fame zu geben, wenn sie zum Turnier fahren und einen Sieg nach Hause holen. Und da hatten wir so das Gefühl, dass irgendwie, ja, dann man kommt zum Turnier, man gewinnt das, dann freut man sich, dann setzt man sich ins Auto und dann ist es eigentlich vorbei. Und irgendwie ist es total schade, dass da keiner was von mitbekommt, obwohl sich die Leute halt echt anstrengen, weil man fährt ja nicht einfach mal, man überlegt sich halt nicht, samstagmorgens zum Turnier zu fahren und macht das dann. Der das Einzige, ja immer, der weiß, dass du gewonnen hast, ist der Staub, der sich auf deinem Pokal sammelt. Genau so. Genau so. Und irgendwann haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir das gerne ändern wollen. Und so haben wir dann halt unseren Fokus dann auch irgendwo gesetzt. Ne? Das ist jetzt natürlich momentan alles ein bisschen schwieriger. Aber so, das sind die grobe Inhalte. Im Normalfall war es immer darüber zu sprechen, welche Turniere gab es an den Wochenenden vorher, zwischen den Folgen. Was ist da gelaufen? Wer hat was gespielt? Wer war noch mit am Start? Einfach auch so mühweit die Shoutouts zu geben zu den Leuten, die es irgendwie verdient haben, weil sie sich einfach viel Mühe gegeben haben und gutes 40k gezeigt haben. Und die kommen dann auch ganz gerne bei uns dann zu Wort. So, und dahin haben wir uns dann irgendwo gehangelt über die ersten paar Folgen. Ja. Und, ganz viel Trial and Error auf jeden Fall. Genau. Ich überlege gerade, wann ich welchen Podcast der erste war von euch, den ich gehört habe, aber ist es genauso, wie ihr beschreibt, das ist auch schon, also ich glaube, also nicht die allerersten, aber so Mitte, erste Season bin ich, glaube ich, dann auch
dazugekommen und muss sagen, mir macht Spaß zuzuhören, wie ihr das aufzieht, die Themen, die ihr auch gerade benannt habt, Listen, wer hat welches Turnier gewonnen und so weiter, das finde ich auch super spannend und interessant. Also ich kann auch diesen Podcast nur jedem wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Also hört gerne mal rein, das macht schon Spaß. Und ja, auf jeden Fall. Eure Chemie stimmt auch. Also man merkt, dass ihr halt wirklich gute Freunde seid. Das hört man schon raus. Ich weiß damals noch, wann ich angefangen habe, euch zu hören. Ich habe im iTunes Store habe ich geguckt nach Warhammer 40k Podcast und habe ich gesehen, Target Priority, nicht schon wieder so ein englischsprachiger Podcast. Da habe ich mal reingehört und das ist eine Deutsche, ne? Und dann zack, von Folge 1 durchgehört. Ich glaube, damals hattet ihr 10 Folgen schon draußen oder so. Die habe ich mir alle irgendwie an 2 Tagen reingezogen. Also. Ich meine, die haben so meistens eigentlich eher so tagesaktuellen Wert oder so wochenaktuell, weil man halt die vergangenen paar Wochen irgendwie abfrühstückt, so was da passiert ist. Aber ja. Ich höre immer wieder, dass Leute einfach das entdecken und dann am Stück weghören. Ja, und ihr lest ja auch immer eure Patreons vor, ne? Ja, klar. Und dann habt ihr einen Patreon vorgelesen. Ich glaube, das war Daniel Großmann. Das ist unser Podcaster hier. Und der war bei euch oder ist immer noch bei euch Patreon gewesen. Ja, geil. Ja, schöne Grüße und vielen Dank. Aber auch genau das ist es auch. Also die Leute, die uns unterstützen, ist ja nur klar, dass die dann auch eine Bühne dafür bekommen, wenn die zwei Dudes, die irgendwie da Quatsch über 40k sprechen, dann ihr sauer verdientes Geld in die Hand geben. Muss dann zumindest mal so gutiert werden. Ja, aber ich habe da so einen Gedanken zu jetzt, auch wo ihr so redet. Ich glaube manchmal, also ich glaube auch, dass es ganz okay ist, was wir machen, aber ich glaube auch manchmal, selbst wenn das total blöd wäre und wir einfach nur die Gewinner vorlesen würden, dass es trotzdem irgendwie gelaufen wäre. Also, weil die Community hat das so aufgesogen, dieses, ah geil, da sagt jemand irgendwie meinen Namen und ich habe was gewonnen, weißt du? Mhm. Irgendwann wurde ich mal als Fünfter in einem Podcast von, ich weiß nicht, das war Tabletop Masters oder sowas, da haben die die ganze Liste von irgendeinem 16-Mann-Turnier, haben die Top 10 vorgelesen, keine Ahnung. Und ich so, oh, und Fünfter war der Benny und so mit Jeans-Hilo geholt und oh, ich so, ja, geil. Bin berühmt. Ja. Bin ich wieder wer. Oder ja, überhaupt endlich bin ich wieder jemand. Ich glaube, dieses Gefühl, dass ich halt irgendwie nachfühlen kann, gibt das halt auch viel. Ne? Dieses, hey, man wird sichtbar. So, ja. Und auch der Schweinfurter-Gewinner wird halt auch in Hamburg gehört. So. Und dann weiß man, dann hat man schon mal Ehrfurcht, wenn man nächstes Mal auf den trifft. Also, da passiert einfach ganz viel Legendenbildung, Ruhmbildung, Ruf. Und ich glaube, das ist eine der coolsten Sachen daran. Genau. Ja, und die TOs sind auch immer angehalten, euch schön die Listen zu schicken, sonst gibt es auch immer einen kleinen Rant. Ja, ich bin mir sicher, wir hatten sie alle genau da, wo wir sie haben wollten. Das wäre eine richtig gut geölte Maschine gewesen, wenn die Corona jetzt hier nicht so durchgebrochen wäre. Da merkt man dann halt auch irgendwie in so fast jeder Folge, dass wir bereiten uns eine Mühe weit schon vor und dann geht es ja jetzt in die Listen. Klick, 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 klick. Ich hatte die doch irgendwo. Wir haben die auch immer irgendwo, aber wenn man 17 Reiter irgendwie dann aufhat, dann dauert es dann vielleicht doch mal den Moment, den man vielleicht hätte vorher schon mal irgendwann nutzen können. Ja. Irgendwann, wenn ich mal zu viel Zeit habe, Sepp, dann mache ich uns so eine PowerPoint quasi. So einzelnen Seiten für jeden Abschnitt und so. Aber ich habe gesagt, wenn ich mal zu viel Zeit habe. Also. Ja, und dann auch nur für eine Folge, ne? Ja, klar. Ja, geil. Und dann ist das so überproduziert, weißt du, keiner will das sehen. Ja, genau. Die klingen auf einmal so, als hätten die ihren Kram wirklich vor Augen. Genau. Das mag ich jetzt nicht mehr. Das ist auch uncharmant. Das ist nur noch Hochglanz. Ja. Ja. Als ihr angefangen habt, hattet ihr irgendwie irgendwelche Erwartungen oder habt ihr wirklich einfach aus Spaß an der Freude losgelegt? Oder dachtet ihr hier, wir wollen der Competitive Podcast oder der ziemlich kompetitive Podcast Deutschlands werden? Oder war es einfach nur, wir gucken mal, wo geht's hin und machen das, solange es Spaß macht? Ja, ich glaube, dass genau das war es irgendwo. Also ich habe jetzt die erste Folge länger nicht gehört, aber ich glaube, auch da gehen wir schon rein mit herzlich willkommen, ziemlich kompetitiver Podcast.
oder 40k Podcast. So, und also zumindest wussten wir schon, in welche Richtung wir gehen wollen. Und es ging aber, ja, wie Benni gesagt hat, wir haben die erste Folge eigentlich echt nur irgendwie rangehauen aus die Inspiration war einfach dieses Turnier, das Alliance Open in Amsterdam, was für uns einfach ein kompletter Umbruch an 40k war, was wir bis dahin gesehen hatten. Wir waren auf großen Turnieren, auf dem Baltic Cup und so, und das war auch geil, aber dieses Turnier war so das, wo wir uns vielleicht gehofft hatten, dass 40k irgendwann hinkommt, raus aus Turnhalle und nichts gegen Turnhalle am Samstag, alles cool, voll gut, aber diesen nächsten Schritt zu machen von rein Turnier zu Event, wie es da war, in einem Hotel, mit Essen, mit Übernachtung, mit Entertainment in Anführungszeichen, aber sich abends nochmal treffen und zusammensitzen und dann war es natürlich auch noch internationales Flair und so. Und das hat uns quasi einfach dazu inspiriert. Aber da war jetzt, in dem Moment, wo wir es aufgenommen haben, haben wir uns schon, da waren wir uns schon klar, es wird jetzt nicht bei einer Folge bleiben, glaube ich jedenfalls, dass wir uns da klar waren. Aber wie weit das dann gehen würde und wann wir sagen würden, ja, wenn sich der Erfolg nicht einstellt, dann machen wir nicht weiter. Also ich zumindest hatte da irgendwie nichts vor Augen. Es war einfach großer Spaß, das zu machen. Und ja, das Schöne dabei ist ja, dass die Leute das dann anscheinend auch mögen. Und das ist natürlich eine extra Motivation, das dann auch weiterzuführen, neben dem, dass es einem halt immer noch Spaß macht. Ja, da habe ich nichts dazu zu fügen. wie ist das denn? Ihr macht gerade ja oft diese Live-Podcasts. Liegt das daran, dass ihr so wenig Zeit habt? Oder wie kam es zu der Idee? Nee, das ist ein bisschen anders. Also eigentlich sind unsere Podcasts immer live. Also ich schneide da drin eigentlich so gut wie nie. Es gab zwei Instanzen, wo das einmal passiert ist. Aber ansonsten ist das im Prinzip immer so Freischnauze. Natürlich machen wir mal eine kurze Pause und trinken einen Schluck und machen Fernentsorgung so. Aber ansonsten ist das, wie es kommt. Und dann war der Schritt irgendwie zu sagen, ach komm, lass mal irgendwie audiovisuell machen und den YouTube-Kanal mal wieder ein bisschen bespielen, weil ich irgendwie da sonst nicht hinterher komme. Einfach mal ausprobieren. Also das haben wir ja schon immer gemacht. Irgendwie immer mal was Neues reinbringen, neues Format, neue Idee. Manche Sachen zünden, manche nicht. Haben auch mal, keine Ahnung, so Kurz-Battle-Reports oder sowas, ne, wo man ein Spiel in hoher Geschwindigkeit laufen lässt und drüber kommentiert mit Stiften und sowas. War super, hat Spaß gemacht, aber irgendwie sowas braucht ganz viel Zeit irgendwie in der Vorbereitung. Können wir nicht immer machen. Ist dann irgendwie, hat sich totgelaufen. Aber solche Sachen immer mal auszuprobieren, was macht uns gerade Spaß, auch damit es für uns interessant bleibt. Und wir haben jetzt durch die Livestreams, die wir ja auch machen, wir das ganze Equipment da für eine Videoproduktion letzten Endes. Warum nicht einfach mal machen? So. Auch mal wieder was Neues bieten, eine neue Komponente dazu, auch mal vielleicht die Live-Interaktion mit den Leuten zu haben. Also was passiert eigentlich, wenn wir das live erzählen und Leute können da immer was zu sagen und korrigieren und keine Ahnung, irgendwie reinrufen. Ja, experimentieren. Nicht stehen bleiben ist, glaube ich, da das Credo gewesen. Und das lag irgendwie nahe, mal in den visuellen Bereich mitzugehen. Hat euch das soweit Spaß gemacht, dass ihr sagt, das machen wir nochmal und öfter oder wird vielleicht sogar das Standardformat oder seid ihr da noch nicht sicher, in welche Richtung sich das entwickelt? Ich sag mal, der Testballon fliegt. Ich sehe ihn da hinten am Horizont. Das werden wir auf jeden Fall öfter machen. Ja, cool. Ist halt da nochmal so auch ein weiterer Schritt, weil hatten wir ja schon gesagt, also das so dieses Community-Bonding und mit der Community was machen oder überhaupt erstmal eine aufbauen und dann in Interaktion treten, das ist natürlich dann in so einem Live, in so einer Live-Gemengelage, wo die Leute dann wirklich mit reinsprechen können, natürlich einfach schön und intensiv und bringt halt nochmal so eine weitere Ebene rein, ne? Also es macht schon echt Spaß. Frontline Gaming macht es ja auch ähnlich. Also Reese liest ja dann auch ab und zu mal die Kommentare vor und was so live reinkommt. Ist auf jeden Fall ein interessantes Format. Ich fand's auch, ihr habt es auch gut gemacht. Danke. Ja, dementsprechend freue ich mich dann auf weitere Sachen, die in die Richtung kommen. Falls ihr schon drüber reden wollt, habt ihr noch neue Ideen, die euch in den Kopf
rumschwirren, was ihr vielleicht mal umsetzen wollt? Oder geht das jetzt zu weit, dass ihr euch da noch nicht festlegen wollt hier in unserem Podcast? Benni? Nee, wir machen jetzt erstmal, machen wir das ordentlich. Diese Kamerasache. Das war jetzt ja irgendwie nochmal so krude zusammengezimmert. Jetzt, wir wissen, dass es jetzt gut angekommen ist. Jetzt stecken wir da ein bisschen mehr rein, dass das irgendwie ordentlich wird und vielleicht auch ein paar Dinge besser funktionieren. Mhm. Also so, ne, so ein Schritt nach dem anderen. Und dann ist ja zack auch irgendwie wieder Oktober und so. Da muss man wieder Livestream-Sachen machen, was wir ja zwischendurch auch immer mal wieder gemacht haben, so eigene Spiele zu streamen oder aufzuzeichnen und dann zu veröffentlichen. Das ist sicherlich was wir auch wieder öfter machen, wenn wir uns wieder relativ gefahrlos in einen Raum setzen können und so. Mhm. Genau, also wir haben ja immer mal wieder eben diese neuen Formate dabei. Wir neigen einfach aber auch dazu, ja, so wie Benni das gerade schon gesagt hat, so wir testen, wir machen eigentlich immer aktive Beta-Tests. So ein bisschen, wir haben eine Idee, die möchten wir umsetzen und die ist dann so nicht hochpoliert, sondern zusammengeklöppelt, sodass wir wissen, okay, so funktioniert's. Und so schmeißen wir das jetzt mal auf den Markt und dann gucken wir mal, was daraus wird. Entweder schwimmt es oder es ertrinkt. So. Und das war jetzt mit dem Live ja auch so. Wir haben uns da Gedanken drüber gemacht, wussten aber auch im Vorfeld, okay, das kann man richtig geil aufziehen, aber das machen wir jetzt fürs erste Mal nicht, sondern wir machen so, dass es funktioniert und dass es sauber durchgeht. Und wenn die Leute das gut finden, dann können wir da immer noch mal an der Schraube ziehen. Und so halten wir es eigentlich mit fast allen Formaten irgendwie. Außer jetzt, sage ich mal, was das Kommentieren und so angeht, weil da sind wir jetzt mittlerweile zumindest dann auf den eigenen Turnieren, glaube ich, schon dann irgendwie bei einer Qualität angekommen, wo wir sagen, so, das ist, da wollten wir hin. Da kommentiert ihr ja auch in Englisch, also gerade die sehr großen Turniere wie das HAO. Fällt euch das leicht oder war es eine große Umstellung, dann so komplett auf Englisch zu kommentieren? Weil mir persönlich, ich verstehe Englisch gut, aber dann so zu reden in einem Fluss, das ist schon durchaus eine Herausforderung. Nee, finde ich unproblematisch. Okay. Und Sepp auch. Also ich glaube, das ging uns relativ leicht von der Zunge. Ja. Wir hatten dann ja auch immer mal Gäste am Mikro von den Alliance-Jungs. Dann ist man sowieso gezwungen, Englisch zu reden. Wir haben auch unsere Spieler angehalten, halt auf Englisch zu spielen. Das ist dann halt irgendwie so ein bisschen merkwürdig, wenn da zwei Deutsche sind, die das eigentlich nicht müssen. Die haben das aber alle immer echt toll mitgemacht. Einfach weil wir versucht haben, halt das deutsche Spiel auch einfach mal den Engländern und den Amis zu zeigen. Warum denn nicht? Wir gucken deren Kram doch auch die ganze Zeit. So. Klar. So wenn das guter Content ist, dann wird das auch geguckt und das haben wir definitiv auch zurückgespiegelt bekommen. Es hat große Resonanz bekommen. Dann wurde das auf einmal diskutiert, auch bei hier 40k Stat Center und sowas. Das wäre übrigens noch eine Empfehlung, wenn es das denn wieder gibt. Ja. Das ist tatsächlich, muss ich sagen, mein Lieblingspodcast. Der war mir nur nicht im Sinn, weil der gerade nicht existiert. Weil einfach nicht läuft momentan. Naja, das wurde dann tatsächlich aufgegriffen, dann wurden über die deutschen Listen geredet, die deutschen Spieler interviewt, so, das hat auf einmal eine richtige Bühne bekommen. Und ich denke, ein ganz großer Teil davon war halt auch, dass es sichtbar war, dass man die Spiele gucken konnte, dass man das auch als Außenstehender, der hier nicht in unserer Szene sitzt, einen Zugang dazu bekommen hat, einfach mal einen Blick in die deutsche 40k-Landschaft. Das kriegst du sonst einfach null. Ja. Und deswegen ziehen wir das auch weiterhin durch. Ich glaube, 3/4 der Zuschauer sind am Ende Deutsche. Pff. Ja. Wir könnten das wahrscheinlich genauso gut auf Deutsch machen, das wäre kein großer Verlust irgendwie. Aber ich glaube, also für uns ist kein großer Mehraufwand. Und ich denke irgendwie oder glaube gerne, dass dieses Gesehenwerden für alle irgendwie auch geil ist, auch um die Internationalen wieder ein bisschen enger zusammenzubringen. Ja. Das tut uns, glaube ich, ja auch ganz gut. So. Und deswegen ziehen wir das einfach durch. Das stimmt, das war ja also. Solange ich die ETC verfolge, war es ja immer so eine Diskussion, dass USA, Deutschland, England, alle haben so ein eigenes Meta, das irgendwie teilweise nicht miteinander kompatibel ist. So gefühlt war immer so die Diskussion, das eine klappt in Deutschland vielleicht, dann dafür nicht in Amerika andersrum. Es ist merklich, dass jetzt auch mit TTS und Corona dass sich alles ein bisschen angleicht, weil auch viele internationale Spieler miteinander spielen, was vorher in der Häufigkeit nicht so der Fall war. Ja, der Simulator ist da irgendwie totaler Katalysator, das ist Wahnsinn. Ja.
Ja, und natürlich dahingehend in Verbindung eben auch, weil du es gerade angesprochen hast, ITC und bla bla, dass jetzt GW einfach auch ein eigenes System, Missionsdesign irgendwie genommen hat, was halt auch den meisten Leuten einfach zu Pass kommt. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich meine, gut, ITC war ja schon immer sehr offen. Die haben ja gesagt, im Endeffekt haben sie ja gesagt, macht euer Turnier auch regeltechnisch so, wie ihr das wollt, aber ihr könnt das bei uns mitwerten. Ja. Aber es ist natürlich fürs Spiel und für die Zusammenwachsen der Community international natürlich besser, wenn alle das gleiche Spiel auch missionstechnisch spielen. Ne? Ja, absolut. Also das ist ein totaler Gewinn irgendwo. Also wir waren auch lange irgendwie Advokaten auf in unserem Podcast auch. Also wir haben ganz, ganz lange irgendwie die TTM-Sachen gemacht und fanden das auch super, was die da für Arbeit reingesteckt haben. Aber dann hat es sich halt gezeigt, dass irgendwie international sich die ITC durchsetzt, und das fanden wir halt irgendwie auch dann doch ein bisschen, ja, irgendwie ein geileres System, und haben das auch relativ offen irgendwie kommuniziert. Und dann kam ja auch in Deutschland dann noch das Ars Bellica irgendwie dazu, was auch in die Richtung ging. Und dann hat man schon gesehen, dass irgendwie das Pendel dann in die Richtung schwingt. Und das Missionsdesign, was wir jetzt haben, ist ja auch extrem stark an die ITC angelehnt. Und scheint ja auch gut zu funktionieren. Also das ist ja auch schön, dass dann endlich die Leute komplett um den Globus mit dem gleichen Regelsystem spielen. Und das anscheinend ja auch Spaß macht. Das ist ja auch das Wichtige dabei. Das ist so, ja. Also ich finde es auf jeden Fall super. Mir macht es gerade Spaß. Wir haben auch unsere kleinen Turniere, die wir hier regional ausgerichtet haben, auch immer an Ars Bellica angelehnt oder sogar nachher total vollständig übernommen. Wie du sagst, das ging ja schon in die Richtung. Von daher kommt einem das auch entgegen, dass es jetzt komplett in die Richtung geht. Ja. Ja, sind wir schon mitten in der kompetitiven Diskussion sozusagen, mehr oder weniger. Ihr nennt euren Podcast ja selbst auch ziemlich kompetitiv, aber unsere Zuhörerschaft ist mehr so, hauptsächlich mehr, würde ich nicht sagen, die Bier und Brezel und auch teilweise noch Einsteiger-Leute. Warum meint ihr, sollten die auch bei euch trotzdem in den Podcast reinhören? Warum die in den Podcast reinhören? Vielleicht hören Sie in unseren Podcast rein, wenn Sie mal auf ein Turnier gefahren sind, weil ich das auf jeden Fall empfehlen würde. Also nicht nur unbedingt, weil man irgendwie kompetitiv drauf ist oder so, sondern wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, es ist einfach cool, sich mit Leuten zu treffen, auch mit Fremden zu treffen, neue Menschen kennenzulernen, die das gleiche Hobby haben, die über den gleichen Kram abnörden wie einen selber. Und ja gut, wenn man halt selber irgendwie nicht Wert darauf legt, das Ding zu gewinnen, aber vielleicht einen geilen Pinsel schwingt oder tolle Umbauten macht oder so, ja, kannst du halt auch einen Preis mitgewinnen, ist auch gut. Aber das Coole ist halt irgendwie, das Ganze als Social Event dann irgendwie zu begreifen. Und natürlich, Fokus bei uns auf dem Podcast ist es dann eben zu gucken, okay, wer hat am Ende gewonnen? Was ist die stärkste Liste? Womit geht man momentan raus, wenn man am Ende den Pokal holen will? Das steht klar im Fokus, aber trotzdem würde ich immer jeden anhalten, auch wer gerne nur, in Anführungszeichen, Bier- und Brezel-Spiele spielt, auf Turniere zu fahren, einfach weil es saumäßig viel Spaß macht. Und ich glaube, wenn man dann mal da war und angefixt ist, dann hört man unseren Podcast dann vielleicht auch noch mit einem anderen Ohr und hat da dann nochmal mehr Freude dran, weil man über das Interesse vielleicht auch in die Richtung geweckt worden ist. Ich glaube, du sprichst auch schon das Richtige an. Also jedes Turnier kann nur einer gewinnen. Aber jeder, der teilnimmt, ist sozusagen, was den sozialen Aspekt angeht, würde ich jetzt mal so übertrieben sagen, ein Gewinner, weil man halt neue Leute kennenlernt. Ich meine, jeder, der auf einem Turnier war, kann es ja bestätigen. Nach dem ersten Spiel und wenn da auch das miteinander gestimmt hat mit dem Mitspieler, dann spricht man auch über das zweite Spiel, wie das gelaufen ist mit seinem ersten Mitspieler und so weiter. Also man bondet da relativ fix auf solchen Turnieren. Und allein das ist ja schon, ist viel wert. Ja, definitiv. Und vielleicht ist noch ein Grund, auch wenn man jetzt nicht so viel mit Turnieren am Hut hat, den Podcast zu hören, ist vielleicht auch einfach ein Ohr für eine Komponente des eigenen Hobbys zu bekommen, die Namen zu hören, die irgendwie regelmäßig fallen, zu wissen, wer sind eigentlich die coolen Typen. Also dieses auch zu wissen, was passiert da irgendwie in diesen Kreisen und was Inspiration für eigene Listen, egal ob man die jetzt irgendwie auf den Baltic Cup bringt oder um damit irgendwie mal einen Test zu machen.
eine Kombo zu testen für die eigene Liste, auf die man selber sonst nicht gekommen wäre oder sowas. Das ist ja auch Input immer, ne? Klar. Und, nur weil uns das sportliche 40K, also das Sport 40K irgendwie interessiert, heißt es ja nicht, dass das für Bier und Brezel wertlos wäre, was da an Inhalten auch passiert. So, also ich coole Spielzüge, coole Moves irgendwie kann. Also all diese Sachen sind ja durchaus auch interessant. Wir berichten ja auch viel von unseren Spielen zum Beispiel. Eigene Erfahrungen, was hätte ich anders gemacht, wo habe ich einen Fehler gemacht? Woran hat sich dieses eine Spiel entschieden? Und das finde ich, interessiert mich auch als Bier- und Brezel-Spieler ja total, weil ich vielleicht den gleichen Fehler, stimmt. So, ne? Und dann mache ich das nächste Mal besser. Das ist ja auch cool. Also nur weil man Bier und Brezel spielt, heißt ja nicht, dass man irgendwie keine Lust hat, dass man nur ein blödes Spiel spielt so, und sich irgendwie absichtlich blöd stellt, sondern man will ja trotzdem noch, man spielt eine Mission, man spielt stundenlang, man schiebt Figuren, man spielt ein Strategiespiel. Das will man ja auch irgendwie strategisch spielen. So oder so. Egal, ob jetzt am Ende ein Pokal oder einfach nur einen guten Abend haben will. Aber ich glaube, alle haben eine bessere Zeit bei einem 40K-Spiel, wenn man das irgendwie als Strategiespiel spielt. Dann lohnt es doch immer mal reinzuhören, was vielleicht die Turnierleute machen, weil die da vielleicht einen besonderen Blick drauf haben oder Strategien haben, die man selbst noch nicht gesehen hat. Oder Regelinterpretationen kennen, die man gestellt. Ja, gerade Regelinterpretationen, das ist ja im Prinzip so ein Thema, das so manche Casual- oder Bier- und Brezel-Spieler auch so ein bisschen abschreckt. Viele haben so das Vorurteil im Turnier, das ist so eine geschlossene Gesellschaft, da haben wir schon drüber gesprochen, dass das nicht ist. Und da sind so Spieler, die Regeln so auslegen, wie es ihnen passt. Und alles ist nur schlimm, so gefühlt. Also es gibt da einige Vorurteile. Ich denke, also aus meiner Sicht sind die auch völlig überholt und die sind nicht gerechtfertigt. Aber könnt ihr ja auch mit eurer Turniererfahrung mal ein bisschen Werbung machen. Warum sollte jeder sich mal zumindest eine eigene Meinung bilden und zum Turnier fahren? Und vor allem, woher kommt dieser schlechte Ruf der 40K-Spieler? Bevor wir die naheliegenderen Antworten machen, vielleicht einmal so einen Gedanken, den ich gerade habe, machen, oder einen Vergleich. Wenn wir so auf den Bolzplatz gehen und einfach uns Bälle zuschießen und dann irgendwie ist cool, wenn man mit so einem schrägen Seitfallrückzieher irgendwie eine Bude macht, wo der Torwart gerade die Kanne in der Hand hat, so, dann haben wir mega viel Spaß, richtig geil. So. Und dann ist man auf einmal Zeitsprung irgendwie in einem Bundesligaspiel und es ist gerade Ecke und man wird irgendwie am Trikot gezogen und umgerangelt so und niemand pfeift. Was ist denn das für eine Scheiße? Aber das ist ganz normal, so, da wird kein Schiri pfeifen. So, da wird halt gerangelt, da wird ein bisschen gezogen, gezubbelt und so. Und so spielt man dann halt kompetitiv. Also es wird halt sportlich gespielt, da gibt es einfach eine Konvention. So, also das, ich meine jetzt nicht, dass man sich beschubst und umreißt und sowas, aber es gibt so eine Konvention, so wie, keine Ahnung, dieses Knipsen. Ne? Also ich habe immer wieder das ist mein Lieblingsbeispiel, wenn man auf ein Turnier fährt und noch nicht so viel kompetitiv gespielt hat und dann kommt da irgendwie ein Turnierspieler und macht so dieses Knipsen. Eine Nahkampfeinheit, deine Beschuss irgendwie Ballerburg irgendwie einfach zu taggen, irgendwie drei Modelle drumstellen, der kann jetzt nicht zurückfallen, du hast im Prinzip verloren. Ja. Und wenn man das noch nie erlebt hat, dann kommt einem das genauso vor. Ich wurde am Trikot gezogen und umgerissen. Mhm. Das ist einfach eine andere Konvention. Der Turnierspieler geht so an das Spiel ran. So, wie kann ich deinen Beschuss neutralisieren? So. Das mache ich jetzt auch. Und weil du das nicht erwartet hast, hast du das nicht defensiv so gebaut, dass du es verhindern kannst. Das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die macht man einmal, wenn man sich vorher vielleicht nicht informiert hat oder so, oder da nicht so drin ist. Aber dann hat man das mal gesehen. Und entweder hat man dann irgendwie, triggert einen das und man hat Bock, dass einem das nicht nochmal passiert und überlegt, wie man dagegen arbeiten kann. So hat mein kompetitiver Kram angefangen, weil Sepp mich immer wieder ausgetrickst hat mit solchen Manövern. Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann denke ich mir was aus, was dagegen funktioniert und so. Und in diesem Messen von Maßnahme und Gegenmaßnahme, da entsteht dann irgendwie das auch für uns Spannende und für Turnierspieler Spannende. Ne? Und ich glaube, das kann man mal für sich einfach ausprobieren. So. Und dafür muss man in das Wasser einmal reinspringen. In der Regel hat es nichts damit zu tun, der schlechte Ruf auch, dass die Leute
blöd sind. Klar, überall gibt es blöde Leute, keine Frage. In jeder Szene, in jedem Umfeld, in jeder Gesellschaft, keine Frage. Aber die meisten Leute, die dir auf Turnieren begegnen werden, sind super Kerle oder Mädels. Und die helfen dir, auch gerade wenn du nicht erfahren willst, die erzählen dir danach auch, was du hättest besser machen können. Die gehen mit dir zusammen den ersten Schritt, wie du das Ding verhindert hättest können, zum Beispiel. Hm. Die nehmen dich die Zeit. Manche vielleicht auch nicht, aber so. Und das ist auf jeden Fall meine Erfahrung gewesen, als ich mit Turnierspielen angefangen habe, dass man danach irgendwie mit seinem Gegner spricht, sagt, hey, ja, das war eine gute Idee, aber das Manöver hat das halt ausgekonnt hat und deswegen habe ich gewonnen. So. Und diese Sachen lassen einen dann wachsen, wenn man Interesse daran hat, so sich auch irgendwie zu verbessern im Spiel und das Ding sportlich zu nehmen. Ich will das als Sport sehen und dafür muss ich aber besser werden. Dann muss ich halt, entweder muss ich lernen, wie man am Trikot rangelt halt, oder ich gehe wieder auf den Bolzplatz. Das ist auch okay und dann habe ich da Spaß. Das ist völlig in Ordnung. Ja, das war so ein spontaner Gedanke dazu. Super erklärt. Also kann, glaube ich, jeder nachvollziehen und trifft es, glaube ich, auch im Kern auch ganz gut. Sepp, willst du noch was zu dem Thema sagen? Ja, ist absolut richtig erzählt. Also kann ich nur unterschreiben. Genauso sehe ich es auch. Ja. Also jeder Björn-Brezel-Spieler, jeder Casual-Spieler, ihr seid dazu angehalten, guckt euch mal ein Turnier an, bildet euch eure eigene Meinung und nur so könnt ihr für euch entscheiden, ist das was für mich oder nicht? Und auf die Vorurteile, die ihr so hört, die so gibt, braucht ja in dem Sinne nichts zu geben. Ja, genau, also oder die sind halt vielleicht auch einmal falsch. Also ich glaube, dieses Regeldiskutierer Vorurteil, das schön ist tatsächlich schön in der U18 gelassen gerade. Schweiß auf der Stirn. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Vorteil. Das begegnet einem recht selten, weil die Regeln auch mittlerweile viel klarer sind und so. Und ja, es gibt immer mal Diskussionen, bla bla. Dann holt man einen Judge und der entscheidet das und gut. Aber das ist nicht mehr dieses Ding. Ich glaube, das gab es mal, aber das ist in den unsichereren Zeiten vor vielen FAQs und so. Mhm. Und das sollte einen definitiv nicht abhalten, weil das halte ich für ein Vorurteil. Ich glaube, es ist eher so diese Erfahrung von, huch, was passiert mir hier gerade auf dem Spieltisch? Nicht, weil der Gegner irgendwie ein dummer Typ ist, der mich nervt, sondern weil der Sachen mit mir macht auf dem Tisch, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich glaube, das ist vielleicht eher das, was einem im ersten Moment abschrecken kann, wenn man dann eben vielleicht auch nicht so gut im Verlieren ist. Das kann ja auch sein, dass einen das dann echt auch anzeigt. Und wie gesagt, ich glaube, dann das muss man für sich selber einmal gesehen haben. Und wenn man dann irgendwie dreimal verliert, kann man halt trotzdem eine mega gute Zeit haben. A, was gelernt haben, B, neue Leute kennenlernen, mindestens 3 an einem Tag, mit denen man beim nächsten Turnier schon ganz anders schnacken kann. Wahrscheinlich mehr Leute. Und in der Regel eine gute Atmosphäre. Und vielleicht kriege ich noch einen Best-Painted-Preis oder keine Ahnung, oder mache bei irgendeinem Side-Event noch mit und nehme trotzdem was für mich da mit. Und also, ja, das, warum wir da immer wieder hinfahren, ist halt auch der soziale Aspekt einfach, wie wir das eingangs auch schon gesagt haben. Hm. Ja, und nachher trifft man den Spieler auf eurem Discord wieder. Ja. Ja, das passt ja auch dazu irgendwo, ne? Also die 40K-Welt auch in Deutschland ist natürlich weitaus transparenter irgendwo geworden. Vielleicht kommt da auch noch, glaube ich, ein großer Teil irgendwo dazu, dass sich das vielleicht auch ein bisschen wandelt, auch in den Köpfen irgendwie. Das ist alles gar nicht so schlimm. Ja, wenn du auf ein 24-Mann-Turnier gehst, oder Frau-Turnier, wie auch immer, da wirst du jemanden dabei haben, mit dem du nicht kannst. Das ist einfach so. Das hast du aber immer und überall, wo du unterwegs bist. Also du wirst dich ja nie mit allen Leuten irgendwo anfreunden können. Von daher sollte man da auch grundsätzlich gar nicht so die Furcht vorhaben oder darüber nachdenken, dass alle da so sind. Das sind die Ausnahmen. Das ist nicht die Regel. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe so das Gefühl, dass gerade wo wir eben der Discord, wo die Leute irgendwie sich beim Namen dann schon kennen, viel miteinander interagieren, über die ganzen verschiedenen Podcasts, YouTube-Kanäle und so, die Namen irgendwie immer bekannter werden, dass das auch eben zu so einer eigenen Awareness irgendwo führt. Wenn ich mich irgendwie am Tisch wie die Axt im Walde aufführe, dann bleibt das halt nicht in dieser Turnhalle hier in Greifswald, sondern dann wird das vielleicht dann irgendwie dann doch, werden das viel, viel mehr Leute erfahren. Und will ich das? Muss ich mir das geben? Oder kann ich mich einfach wie ein normaler Mensch verhalten? Ja. Ja, also das, glaube ich, das meiste gesagt. Wie gesagt, schaut euch Turniere an. Es erweitert euren Horizont.
als aktuelles Beispiel, vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir gesehen, wie ein sehr erfolgreicher deutscher Turnierspieler gewisse Wissenslücken im Lore gezeigt hat. Seid ihr der Ansicht, man sollte auch als Competitive-Spieler sich zum Beispiel 1000 für den Imperator oder ähnliches anhören, um auch ein bisschen im Lore sich auszukennen? Oder ist das nur ein nice to have? Das braucht man nicht unbedingt. Was meint ihr dazu? Ich lache da nur drüber, weil ich nicht selbst getestet wurde. Wer ist der Imperator? Der sitzt auf dem goldenen Thron, ne? Gut gerettet. Das ist erstmal weitestgehend der Vater der 20 Primarchen, die ausgesetzt worden sind in ihren als Babys in ihren kleinen fliegenden Särgen, sage ich mal, und auf der Welt verteilt wurden. Und ja, also die ganze Lore und so, ich bin da schon drin, mühweit. Sehr gut. Da habe ich mich dann schon mit auseinandergesetzt, auch mit den verschiedenen Space Marines Orden und so. Das ist ja auch das, was irgendwie an 40k so catcht, ne? Also über diese Lore und über dieses sehr Grimdark halt irgendwie zu kommen. Und von daher, also ich kann es nur empfehlen, sich da ein Mühe weit mit auseinanderzusetzen, weil dann machen die Armeen, die man da irgendwie ins Feld führt, nochmal ein Mühe mehr Spaß. Also Drukhari zum Beispiel, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, dass das halt irgendwie Weltraumpiraten irgendwo sind und in Kamora leben und wie diese Stadt aufgebaut sind und wie da diese ganzen Konvents und Kabalen und so miteinander interagieren, das ist schon, da ist so wahnsinnig viel Idee reingeflossen, das macht das schon super spannend, von daher könnte ich nur empfehlen. Also ich würde es niemandem verdenken, wenn ihn das nicht interessiert, aber ich würde immer sagen, also das macht das Spiel dann irgendwie nur nochmal cooler. Ich kann da für meinen Teil sagen, ich bin ja mit den Good Guys angefangen, also so richtig. Also den einzigen Good Guys im 40k-Universum, den Tyranniden. Also zumindest sind die einzigen, die nicht böse sind, die haben einfach nur Hunger. Das stimmt. So. Das fand ich irgendwie ethisch immer voll okay. Aber da stehe ich voll hinter. Und die Lore kenne ich auch. Die Nom, Nom, Nom. Das sind nur Zischgeräusche im ganzen Codex. Ja, genau. Nee, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin da ganz offen. Ich finde ganz viel vom 40k-Fluff so hanebüchen, dass es mir manchmal wehtut. Hm. Also ich finde, da ist so ganz viel interessanter Kram drin, auch gerade die Gnadenlosigkeit und das Grimdark, irgendwie die Krassheit, mit der alle irgendwie halt gar nicht gut sein können und so. Und die Opfer, die gebracht werden und so. Also da steckt eine Menge drin. Und dann finde ich halt, gerade die Space Marine-Sachen, wenn man das nicht mit einem ganzen großen Löffel voll Ironie irgendwie liest oder sich anguckt, dann fällt mir das schwer. So. Also das ist halt auch alles super ironisch und 80er Jahre Heavy Metal Kram. So. Und das ist, ja, so muss man das, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen sehen. Und alles, was sich daraus entwickelt hat, verästelt sich immer weiter und so und wird dann halt vielleicht auch ein bisschen zu ernst. So. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, ich bin nicht der große Lore-Leser auf jeden Fall, das merkt man vielleicht, aber er fesselt mich halt auch nicht ganz so sehr. Also ich glaube, für so mit dem Augenzwinkern, weil Benni auch gerade gesagt hat, dass es manchmal ein bisschen zu ernst wird, da kann ich, also erstmal ist 1000 für den Imperator, finde ich total cool. Tolle Qualität, die da gebracht wird, macht Spaß. Für das mit dem Augenzwinkern kann ich den Kanal Louitin09, heißt er, glaube ich. Der macht ganz geile Videos, so irgendwie The Imperium's 10 Worst Jobs und sowas. das ist halt total geil. Also das finde ich wirklich, wirklich cool. Und das ist dann auch wirklich so schockierende Inhalte dann teilweise. Aber das ist schon toll aufgemacht, irgendwie auch wirklich halt immer mit dem Augenzwinkern. Und ich sage immer, wenn man irgendwie sich mit 40k Lore auseinandersetzen will, ob es einem passt oder nicht, dann holt man sich den ersten Teil von den Eisenhorn-Romanen und da weißt du ganz schnell, ob das was für dich ist oder nicht. Weil das sind so die 40k-Romane, finde ich, die Dreierreihe, die ich auch verschlungen habe und so gesagt habe, das ist einfach auch einfach gute, es ist einfach gute Bücher. So, macht Spaß. Und wenn die einem nicht gefallen, dann
muss man sich vielleicht auf was anderes stürzen in dem Hobbybereich, zum Beispiel auf das Malen oder weil einem die Minis einfach vom Aussehen gefallen oder weil es das Spiel geile Regeln hat. Das stimmt. Also Eisenhorn ist auch, glaube ich, die richtige Empfehlung. Gerade bei den reinen Space Marine Romanen ist man sonst häufiger mal so ein bisschen in dem Bolterporn gefangen, der auf die Dauer ein bisschen anstrengend ist. Aber das ist bei Eisenhorn nicht so das Thema. Das ist schon gut erzählte Geschichten. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal euren Discord angesprochen, ein bisschen über euren Discord gehört. Für mich persönlich die Plattform für kompetitives Warhammer in Deutschland gerade, muss ich sagen. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich mich besser informieren könnte. Die einige der Podcasts und Channel, die hier schon zur Sprache kamen, wie Black Hydra, Flat Free Damage, Kings of the Hill, sind alle bei euch vertreten. Also eine super Sammlung an Content-Creators, an Spielern auf höchstem Niveau. Habt ihr diese Entwicklung des eigenen Discords erwartet, als ihr den gestartet habt, oder war es eigentlich eher was für eure Patreons, für eure Fans und hat sich jetzt dank Corona so top entwickelt? Ja und ja, nee. ich für mich, Sepp sieht es vielleicht anders, aber ich für mich sagt, das war eigentlich auch so ein Experiment. Das war, ist so ein bisschen selbst Baby auf jeden Fall. Da kann er sicherlich auch gleich noch mehr zu erzählen. Aber ich fand, das war, wie so vieles, was wir machen, auch einfach mal ausprobieren. Und auch das ist ja nicht ganz vorbildlos, genauso wie dieses Format, irgendwie viel von seinen Spielen zu berichten. Das sind ja auch also die Ami-Podcasts, die es da einfach schon mehr gab und die da weiter waren. Und auch die haben dann halt irgendwie dieses Discord-Format irgendwie ins Leben gerufen und dann aber meistens nur für Patreons und so. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, also, was wir ja eh schon machen, ist ja Community-Arbeit, ne? Diesen Nerd-Fame verteilen, dieses sich vernetzen und austauschen und Leuten Gehör verschaffen. Und dann war der Discord halt auch genau noch ein weiteres Vehikel, um das noch voranzutreiben. Also von vornherein nicht irgendwie nur für Patreons gedacht oder Fans, sondern ja, für die Turnier-Community so. Und dass das so explodiert ist, hat, glaube ich, also es ist durch Corona auf jeden Fall nochmal dramatisch explodiert. Es war vorher aber auch schon, glaube ich, vorher die Plattform, wenn man sich austauschen wollte und hat so diese Foren ein bisschen abgelöst. Auch weil Foren irgendwie sich anfühlen wie damals. Irgendwie schon, ja. Und dieser fluidere Chat irgendwie das Ganze so ein bisschen abgelöst hat. Und der Lockdown und die Simulator-Turniere haben das sicherlich nochmal ganz, ganz weit nach vorne gebracht, weil man dann da sein musste, wenn irgendwie was passieren sollte. Da nochmal ganz, ganz große Grüße an all die Jungs, die die Warhammer-Turniere durchziehen, möglich gemacht haben, organisiert haben, die Energie da reinstecken. Denn da ist halt, dadurch ist halt irgendwie auf diesem Server manchmal wochenlang jeden Abend 1, 2, 3 Spiele live zu gucken. So, ja. Kann sich immer mit einklinken, man kann manchmal, wenn es kein hartes Turnierspiel ist, kann man sich auch einfach mit einmischen oder das endet alles irgendwie nachts um 3 an der Theke und das ist super krass. Also ich glaube, für viele Leute jetzt gerade in der düsteren Corona-Zeit ist der Discord auch so ein bisschen zweites Wohnzimmer geworden so und eine Möglichkeit, irgendwie im Hobby zu bleiben, am Hobby dran zu bleiben, seine Minis zu bemalen und zu fotografieren und zu tauschen, über Listen zu diskutieren, zu spielen, neue Leute kennenzulernen, mit denen zu spielen. Also Wahnsinn. Ich hätte mit dieser Entwicklung im Leben nicht gerechnet. Aber gut, mit Corona haben wir alle nicht gerechnet. Aber ich fand halt auch vorher, war schon sehr viel Bewegung drin, war schon echt eine gute Plattform für 40K in Deutschland, ja. Ja, ich kann nur sagen, ich gehe jeden Abend mit euch sozusagen ins Bett, indem ich mir dann kurz vorm Schlafen nochmal alle auf euren Discord gehe, alle Channels durchlese, wo was Neues drin ist. Und alle? Echt ja, alle? Also alle außer die Fraktions-Channels, die sind mir dann doch zu viel. Aber jeglichen Rest, alles, was da ist, lese ich mir alles durch. Dauert so eine halbe Stunde vielleicht. Und ich finde es tatsächlich, also gestern zum Beispiel um 10 waren 6 Spiele, die gerade liefen über den TTS. Und das ist halt schon, finde ich,
also eine coole Sache und es bringt die Leute zusammen. Und man merkt auch, es kommen immer mehr auch Wiedereinsteiger ins Hobby oder Neulinge, die bei euch auch von den erfahrenen Turnierspielern und so weiter Spiele angeboten bekommen, Tipps und so weiter, wie alles läuft. Mhm. Also ist eine super Community, muss ich sagen. Ja, ich muss auch echt sagen, ich bin total begeistert davon, wie selten wir da irgendwie moderieren müssen zum Beispiel. Das ist echt super krass. Der Umgangston, der Umgang miteinander ist halt eine super respektvolle und entgegenkommende Community. Es gibt echt, das kann ich an einer Hand abzählen, dass ich mal irgendwie jemanden anschreiben musste und irgendwie mal bremsen oder so. Hm. Das finde ich, das begeistert mich nach wie vor. Ja, gerade wenn man GW Fanworld-Zeiten kennt, ne? Ja, also gerade, ja, Flameworld-Geschrei, so. Und das halt, das gibt es fast gar nicht. Ja, Sepp, möchtest du noch gerne was dazu sagen? Ja, also erstmal ist es ja wirklich so, wie Benni das gesagt hat, man konnte das jetzt irgendwo nicht erwarten. Also das war, der Discord war auch so ein bisschen, also die Idee war ja vorher schon, so eine Community-Page irgendwie zu haben. Und ich habe das, oder wir haben das dann auf Facebook probiert mit der Competitive 40k Deutsch-Gruppe, weil es eben auch schon so eine große internationale Competitive 40k-Gruppe gab. Und da und genauso wie auf der Fanworld, also in Foren an sich, hat das Format einfach irgendwie, das ja war nicht meins und war nicht Bennys und irgendwie ist das ja so ein bisschen angestaubt. Und dann war halt, was gibt es denn für Möglichkeiten, wie man irgendwie für die Community, wie kann man denn irgendwie so eine Diskussionsplattform haben, was irgendwie so ein bisschen spontaner ist und wo man den Austausch hat, was ein Chat ist und ja, klar, okay, Discord, okay, dann machen wir das doch mal. Und auch, weil eben andere Channels, also gerade die Amis das gemacht haben, aber immer nur für ihre Patreons. Und das war halt von vornherein irgendwo nicht das Ziel, dass dann Leute zu exkludieren. Auch wieder zurückgehend auf das, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, irgendwie die Community zusammenzuführen, dass die Leute sich miteinander unterhalten, dass man in Austausch treten kann. Und dann hat sich das, ja, nach der Eröffnung irgendwie haben wir das ein bisschen propagiert und das ist sehr, sehr schnell ein mühweiten Selbstläufer geworden. Ja, bis zu dem Punkt, wo wir heute sind, ne? Auch eben, wie schon gesagt wurde, natürlich auch ganz deutlich durch Corona, aber in Verbindung damit eben nicht einfach nur, weil Corona da ist und die Leute nichts anderes zu tun haben, sondern weil es eben auch so geile Sachen wie die Warhammer-Turniere gab und weil die Leute auch immer wieder mit Themen auf uns zukommen und sagen, können wir dafür noch einen Channel haben, wir würden gerne dies und das besprechen, wir finden alle dieses Computerspiel so geil, können wir dafür einen eigenen Channel haben, also auch solche Sachen und da versuchen wir natürlich dann irgendwie den Leuten dann auch so die Plattform zu geben, ne? Und das Feedback ist natürlich großartig. Die Leute ungefragt werden da die Boosts irgendwie verteilt, weil die Leute das so geil finden, dass auch denen das irgendwie Geld wert ist. Das ist halt total irre. Das haben wir nicht absehen können. Schöner finden wir es einfach, ne? Dass sich da die Szene trifft irgendwie und es halt sich auch geöffnet hat. Also nicht nur die Kompetitiven da sind, sondern auch viele andere Leute, die einfach gerne im Hobby-Channel abhängen und weiß der Geier nicht wo. Das ist ganz großartig. Und für die Kompetitiven natürlich dann, finde ich, zum großen Unterschied, wie es vorher war oder wie ich das Gefühl hatte, als ich eingestiegen bin, wo kriege ich denn überhaupt die Informationen her? Was bauen die Leute denn für Listen? Wie kommen die denn auf die ganzen Kniffe und so? Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass die ganzen Wettbewerbsspieler irgendwie da ein riesengroßes Geheimnis aus dem machen, wie sie spielen und wie sie ihre Listen bauen und so. Und durch diesen Discord oder zumindest auf dem Discord ist es halt überhaupt nicht so. Die Leute sprechen da halt gerne drüber und wenn man eine Frage hat, dann gibt es auch eine Antwort. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass in den Foren wird das sofort verschluckt, weil einfach, nee, ich will da keine Antwort drauf geben, dann erzähle ich denen ja meine Geheimnisse. Ja. Ich glaube auch, dieses über die eigenen Listen und die eigenen Tags und Tricks reden, ist auch was sich entwickelt hat über die Jahre. Finde ich total gut. Also mehr Transparenz irgendwie, ne? Und es gibt auch weniger Gotcha-Momente und so. Also finde ich richtig gut. Aber was ich auch noch sagen wollte, ist, wie ich mich freue, dass halt auch die ganzen anderen YouTube-Kanäle einfach mit draufgesprungen sind. Anstatt jetzt zu sagen, komm, wir machen jetzt irgendwie nochmal einen eigenen Discord oder nur für Patreons oder einfach nochmal eine Parallelveranstaltung.
Oh nee, komm. Die meisten haben einfach mit uns direkt gesprochen und gesagt, okay, komm mal, wir wollen das gar nicht aufspalten. Kriegen wir hier noch, können wir einen Unterkanal kriegen, können wir unseren Kram da machen? Ja klar, könnt ihr das. So. Und dadurch ist es, glaube ich, gelungen, dass der Laden auch irgendwie ein bisschen zusammengeblieben ist. Finde ich ist total gut einfach, dass wir da jetzt nicht irgendwie drei Orte haben, an denen man sich trifft, sondern dass jeder da seinen Kram halt auf demselben Discord macht. Finde ich genau. richtig klasse. Das liegt ja nicht an, das liegt ja nicht an uns, sondern es liegt auch daran, dass die anderen mitgezogen sind. Klar. Ja. Ja, auf jeden Fall über 1000 Mitglieder und die Zahl wächst täglich. Also kann man über 1100 jetzt. Ja. Also schon Wahnsinn. Schon irre, ja. Schöne Community, genau. Ihr habt auch schon die Warhammer und TTS-Turniere an sich angesprochen. Ist das aus eurer Sicht so ein notwendiges Übel aufgrund von Corona oder gerade auch, weil die internationale Szene dadurch mehr zusammenwächst? Also wir haben das Greekhammer jetzt als aktuelles Beispiel gesehen, wo Australien, Kanada, Deutschland, Ukraine und so weiter dabei waren. Konzept mit Zukunft auch für solche Veranstaltungen? Was meinst du, Sepp? Also erstmal ist es notwendig. Ich würde es nicht übel nennen. Es ist super, dass es den TTS gibt. Es ist klasse, wie die Community darauf angesprungen ist, wie man sich irgendwie damit arrangiert hat, wie der TTS auch das Internationale fördert. Nicht nur das Internationale, sondern auch das Nationale, um es jetzt mal irgendwie dann wieder runterzubrechen auf unsere Community. Dass du so Leute hast, bestes Beispiel irgendwie, ne? Der Martin kennt jeder auf dem Discord und den kennt auch jeder in 40k mittlerweile. In Deutschland, weil er einfach ein unglaublich starker Spieler ist. Der kommt halt aus der Schweiz. So, und der kam letztes Jahr eben auch zu unserem Hanseatic Alliance Open und er kannte fast jeden und jeder kannte ihn, hatte ihn aber noch nie getroffen, weil Turniere konnte man dann zu der Zeit irgendwie nicht besuchen und wenn, dann ist er sowieso dann irgendwie nur im Süden unterwegs. Und dann kommt er aber zu uns nach oben und sagt, ja, gegen den habe ich schon mal gezockt, mit dem habe ich mich unterhalten und war halt sofort drin. Also von daher ist dieses TTS eine total coole Sache, dass man mit Leuten zocken kann, mit denen man sonst nie zocken würde und die so schon mal kennenlernen kann. Das finde ich großartig. Ob das jetzt etwas ist für die Zukunft? Ich glaube, TTS wird uns immer weiter begleiten, wird da bleiben. Ja, es gab ja auch vor Corona schon eine lebendige TTS-Szene. Genau, genau. Aber die war quasi so ein bisschen exklusiv TTS, also viele Leute, die da gespielt haben, waren auch, haben gar nicht so echtes 40k gespielt, sondern irgendwie auf den TTS beschränkt. Ich glaube, dass die Leute werden weiterhin den TTS spielen, wenn die normalen Turniere rauskommen, auch einfach, weil es die einfachste Art und Weise ist, richtig gutes Sparring zu bekommen. Jetzt irgendwie ablösen oder sowas wird es sicherlich nicht, weil dazu eben zum echten 40k ganz andere Dinge noch dazugehören. Aber wie das gehandhabt worden ist von den Jungs, von denen, die Warhammer-Turniere machen. Und das Greekhammer ist ja auch einfach so ein organisatorischer Super-GAU. Das ist halt furchtbar. Ja. Irgendwie ein paar 30 internationale Teams aus jeweils 8 Leuten, dann die ganzen verschiedenen Maps dazu zu designen. Also es ist ein unwahrscheinlicher Aufwand, wo man echt den Hut ziehen muss. Also das ist richtig, richtig viel Arbeit. Und das finde ich halt so geil, dass genau diese Arbeit da auch reingesteckt wurde, um den Leuten irgendwie was bieten zu können in dieser Zeit. Von daher, mich freut es unfassbar, dass es dieses Format gibt, dass sich so viele Leute da mit Begeisterung an die Organisation gemacht haben. Das hat, glaube ich, die ganze Zeit wesentlich erträglicher gemacht, auch weil es natürlich die Möglichkeit für uns alle bietet, gutes 40k live zu gucken. So. Ja. Mhm. Das ist ja auch das Geile, dass man die Möglichkeit hat, anderen Leuten beim Spielen zuzugucken und gibt so viele, die sagen, ja, ich mache das an und dann ist das so, wie Benny irgendwie gerade gesagt hat, wie er so Battle Reports oder so guckt, so reindröhnen irgendwie, nebenher laufen lassen und dann vielleicht ein bisschen pinseln dazu, ne? Das ist halt schon einfach großartig. Toll, dass es das gibt. Ja, ich glaube, so viele Zuschauer bei Spielen gibt es sonst auch sehr selten, muss man einfach so sagen. Es gab Zeiten vom Warhammer, da liefen 10 Spiele parallel und jedes dieser oder 4 oder 5 dieser Spiele hatten mehr als 10 Zuschauer, teilweise 20, 25 Zuschauer bei einem Spiel.
Das ist Wahnsinn. Ich meine, da produziert ja niemand. Ne? Das ist einfach First-Person-Perspektive von jemandem, der das Spiel spielt. So. Mhm. Das ist oft, hat das keine besonders hohe Zuguckqualität in dem Sinne. Also es ist selten gutes Fernsehen, aber es ist so nah dran. So, das ist ein bisschen wie auf den Dorffußballplatz gehen, wenn irgendwie wenn Kreisklasse ist. Ne? Also nicht, weil das 40K, das gespielt wurde, so schlecht ist, sondern weil man halt dann direkt an der Reling steht und mit reinrufen kann. Und dann so, also du bist halt einfach viel direkter dran. So. Das ist, ist halt nicht zu vergleichen mit Champions League im Fernsehen gucken. Klar. Ja, aber und du bist Teil davon einfach. Das ist aber das Bier schmeckt da halt einfach viel besser. Du könntest ja reinrufen, wenn du wolltest, aber du hältst dich zurück. Ja. Ja, klar. Aber Richtung Super League wird es ja hoffentlich nicht gehen beim TTS und 40K. Nee, das hoffe ich auch nicht. Das braucht ja kein Mensch. Ja, das ist wohl so. Auch wenn ich gerade von einem Freund mitbekommen habe, dass das sich wohl schon wieder so langsam zerlegt, das Problem Super League, weil einige Mannschaften jetzt wohl doch kalte Füße kriegen. Ja, wenn die ganzen Fans vor den Stadien auflaufen und dich permanent anbrüllen, da hätte ich dann, glaube ich, auch nicht so viel Bock, das noch durchzuziehen. Ah, ich habe schon gesehen, wie Liverpool-Fans Trikots verbrannt haben. Ja, kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ihr spielt ja auch, weil ihr gerne kompetitiv spielt, wie wir schon gehört haben, auch im TTS. Am Greekhammer habt ihr mit eurem Team teilgenommen. Mhm. Wie sind so eure Erfahrungen? Sind die eher positiv? Also klar kann es niemals das 40K am Tisch ersetzen, aber seid ihr im Großen und Ganzen eher positiv gestimmt oder sagt ihr, naja, wenn Corona rum ist, brauche ich das nicht mehr? Ja, ich bin euch jetzt schon ein bisschen TTS müde auf jeden Fall. Es hat bei mir, also ich war so einer von den nicht ganz early, aber doch relativ frühen Adaptern irgendwie, die TTS gespielt haben. Ich hatte das auch vor Corona schon mal so ein Auge drauf geworfen. Da war das aber schon Jahre her und war ganz, ganz furchtbar. Also richtig, richtig schrecklich. Da gab es keines dieser ganz tollen Tools, die einem das Leben leichter machen. Da musste man Würfel noch selbst in die Hand nehmen, schütteln und in so ein Würfelbrett würfeln und selber raussuchen, welche Zahlen man braucht. Ganz, ganz schrecklich. Und insofern war aber für mich der Schritt nicht ganz so weit da rein. Und ich glaube, das ist dann ziemlich schnell gewachsen. Und ich glaube, das war auch gut so. Alle brauchten das irgendwie, um im Hobby zu bleiben. Aber ist für mindestens die Hälfte der Leute ist es auch genau das. Und da zähle ich mich auch dazu. Es ist also eine Möglichkeit, mit der Community zu interagieren, Spiele zu haben, kompetitive Spiele zu haben, sich mit Leuten zu messen, mit denen man sonst vielleicht auch nicht unbedingt oder nur unter komischen Umständen am Tisch stünde, weil man einfach geografisch so weit auseinander ist. Und all das wertschätze ich sehr. Ich bin aber auch einfach, da ich nur sehr wenig Zeit für 40K spielen habe, wenn ich die Wahl habe, dann stehe ich an einem echten Tisch und dann sieht man mich da am TTS, glaube ich, nicht mehr so viel. Außer es ist vielleicht irgendwie ein cooles Event oder so, oder es ist eine kleine spaßige 1000-Punkte-Turnierrunde oder sowas, was man mal so zwischenschieben kann. Aber nicht dieses, unser ganzes Turnierleben findet quasi online statt. Da bin ich dann, glaube ich, raus. Dafür finde ich es zu wenig echt, dafür habe ich zu viele Probleme mit der tiefen Wahrnehmung da und dafür fehlt das Soziale, das Ganze drumherum auch zu sehr. Ja. Ja. Kann ich nur so unterschreiben. Also TTS, da stehe ich einfach irgendwie ambivalent zu. Also das ist so, es ist, wie ich gerade gesagt habe, es ist großartig, dass es da ist und dass sich viele Leute drum kümmern und Turniere machen und so. Und wenn es dann irgendwie für mich selber dann zum Spielen geht, jetzt mit Greekhammer und auch Warhammer, habe ich am Anfang zumindest gerne gespielt, aber es ist halt nicht das, was 40K für mich ausmacht. 40K ist für mich halt, wenn ich auf Turniere fahre, dass es links und rechts die Leute quatschen, dass ich irgendwie einen sauren Kaffee in der Hand habe, muss ich nicht haben, kann auch gut schmecken gerne. Dass wir am Tisch stehen, würfeln, lachen und einfach Spaß miteinander haben. Und das ist so das Wichtige irgendwie, das ist dieses Soziale einfach. Und das geht halt beim TTS leider sehr ab. Das ist halt runtergebrochen auf das Spiel. Das ist ja auch eine schöne Sache und zum Trainieren ist es gut. Aber wenn es nur TTS gäbe und nicht das echte 40K, würde ich es nicht spielen.
Ja, klare Aussage. Man hört ja häufig irgendwie auch, dass das Ganze nicht in der Lage ist, irgendwie einen Turniermeter zu entwickeln, wie ihr das früher kennt. Ist das nachvollziehbar oder ist das einfach ein viel schnelleres Meter, sodass ich gar nicht da sowas festsetzen kann wie früher? Habt ihr da eine Meinung? Das ist eine schöne Frage. Es wird auch heiß diskutiert. Und ich glaube, dass es natürlich einen TTS-Meter gibt. Und ich glaube auch, dass das deutlich schnellere Evolutionsstufen durchläuft als Real Hammer, weil es diesen Hobby-Lag nicht gibt, weil es wesentlich mehr Spiele und mehr Sichtbarkeit gibt. Also die Menge an Spielen, die gemacht wird und die Leute auch sehen und die Ergebnisse, die publiziert werden, ist einfach deutlich höher. Oder weiß ich nicht, nee, damit lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber es wird sehr, sehr schnell sehr viel gespielt und dadurch entstehen natürlich relativ schnell neue Konzepte. Auf der anderen Seite dauern die TTS-Turniere in der Regel Wochen. Ja. Und man spielt halt mit seiner Liste, die vielleicht vor 3 Wochen der Flavor of the Month war, auch noch im nächsten Month. Und das ändert jetzt an dem Turnier nichts, weil alle ja auf diesem Stand sind. Aber man würde vielleicht, A, ist vielleicht ein neuer Codex rausgekommen oder B, hat sich XY als blöd rausgestellt. Man würde vielleicht auch was geändert haben, was anders machen. Vielleicht hat jemand anders ein anderes Turnier mit einer Varianz von der eigenen Liste gewonnen, die viel besser ist. So, dann steht man da und ärgert sich noch 3 Wochen darüber. Lange leiden mit einer nicht ganz so geilen Liste. Manche Turniere wie das Greek Hammer haben jetzt schon so Listenwechsel nach 2 Wochen reingebracht, sodass man da nicht ganz so diese Langeweile mit der eigenen Liste, gerade wenn sie nicht ganz so läuft, hat. Das finde ich eine ganz gute Herangehensweise. Aber das spricht ein bisschen gegen das schnellere Entwickeln eines Metas. Ich glaube aber insgesamt, dadurch, dass halt auch neben den Turnieren sehr viel gespielt wird und es sehr sichtbar ist, dass das Online-Meta relativ schnell und schnelllebig ist. So, das kann man schon nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass es zwar nicht 1:1, aber vielleicht irgendwie mit einer 80%-Quote auch auf echtes 40k übertragbar ist. Warum denn nicht? Manche Sachen spielt man im Online-Ding nicht so, Masse zum Beispiel, weil es ja mühsam ist. Andere Sachen spielt man vielleicht im TTS eher, weil man irgendwie 3 Forge-Modelle einfach auf den Tisch stellen kann, ohne dass man dafür tief in die Tasche greift. Dadurch ist es schon anders, aber sicherlich könnte man auch 3D Macarons in echt spielen, na klar. Genau, und was die Basis der Listen sind ja einfach immer die Regeln, die GW zur Verfügung stellt. So, und da kannst du dann ja auch sehen, klar, die Builds unterscheiden sich vielleicht, aber die Armeen, die vielleicht gerade in dem Moment einfach oben schwimmen, die machen es auf beiden Plattformen. Also die sind dann im TTS genau oben, wie es dann auch im Real 40k wäre. Also du hast ja jetzt nicht so eine krasse Diskrepanz, dass irgendwie die Orks total im Müll sind im TTS, aber dann irgendwie im realen 40k die Abräumer. Das wird es nicht geben. Ja, und man sieht ja auch so, die Spieler, die auch bei normalen Turnieren am Tisch erfolgreich sind, sind ja auch da erfolgreich. Wo es ja sonst, also wenn man euren Podcast hört, gibt es ja auch immer diese Schlagwörter Preparation Hammer etc. Das ist ja auch ein ganz anderes Turnierfeeling. Man hat teilweise eine Woche Zeit, sich die Liste des Gegners anzugucken und sich zu überlegen, wie spiele ich was, was kann die Liste des Gegners? Den Tisch, die Mission, du kannst deinen ersten Spielzug, also Variante er fängt an und die Variante ich fange an, komplett schon zu Hause durchgespielt haben und wir müssen das ehrlicherweise sagen, jetzt gerade beim Greek Hammer ist das auch definitiv passiert. Und zwar nicht nur ich für mich habe diesen Zug durchgespielt, sondern das ganze verdammte Team hat sich angeguckt, wie meine Aufstellung ist und was ich mache, wenn man, also nein, wir haben es nicht gemacht, aber das ist passiert, so definitiv. Und gerade wenn man da oben mitspielen wollte, sind 8 Köpfe da reingeflossen in deinen ersten Zug. So, und das ist definitiv Preparation Hammer. So, und das, ich glaube, Sepp und ich haben da auch schon öfter drüber geredet, wir sind beide eher so, wir sehen unsere Stärke eher in einem, auf Situationen am echten Tisch reagieren, also dieses an der konkreten Situation, den Gegner irgendwie zu überlisten, auszustrategieren oder was auch immer. So, das ist ein Skill, den man hat. So. Und manche haben den weniger, manche mehr. Ich glaube, wir haben den eher mehr jeweils. Und das spricht dann eher für echtes 40k, wo ich einfach eine halbe Stunde vorher weiß, wer mein Gegner ist. Ich dann zufällig an den Tisch komme und wir dann noch die Mission auswürfeln. Und dann halt irgendwie zu glänzen. Ist halt ein ganz anderer Schnack. Ist nicht besser oder nicht schlechter als
ein Preparation-Spiel zu machen. Das ist einfach nur ein anderes Spiel, ein anderes Skillset, das da erforderlich ist. Zumindest was so die Eröffnung angeht. Ich meine, danach ist es halt, ne, wie alle Pläne bei Feinkontakt, bla bla. Dann muss man halt trotzdem noch gut 40k spielen, auf jeden Fall. Klar. Ja, so viel erstmal zum TTS-Spielen. Ein kleiner inhaltlicher Bruch. Nochmal zurück zu eurer Rolle als das Netzwerk Deutschlands. Ich vergleiche persönlich euch mit dem FLGN, also dem Frontline Gaming Network. Da geht ihr schon gut in die Richtung. Wir haben ja schon rausgearbeitet, wer so bei euch auf dem Discord unterwegs ist. Wie seht ihr insgesamt die Entwicklung der Content-Creatoren in Deutschland? Also es nimmt zu, habt ihr ja selber auch schon gesagt. Das aber wohl, würde ich jetzt sagen, auch immer noch genug Luft nach oben, wenn man jetzt den englischsprachigen Bereich sich so anschaut, oder? Was meint ihr? Also ich glaube, der Vergleich ist nicht so richtig angebracht. Ich glaube, wir waren einfach die Ersten, die eine Plattform gemacht haben und alle anderen sind dankenswerterweise auch mit da drauf. Hm. Aber das ist nicht so networkmäßig. Also jeder YouTube-Kanal macht auf jeden Fall sein Ding. Da wird keine gemeinsame Werbung geschaltet oder hast du nicht gesehen. Das hinkt, glaube ich, noch ein bisschen. Und ich glaube, da will auch keiner so recht hin. Aber es ist total schön, dass alle oder viele der Content-Creator da ein gemeinsames Outlet haben, wo man sich auch austauschen kann. Das auf jeden Fall. Und die Content-Creator sind auch miteinander gut vernetzt und tauschen sich aus und so. Das ist definitiv der Fall. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gesundes Setting. Wir sind ja auch die ganze Zeit gegenseitig zu Gast bei uns. Also keine Ahnung, ich habe das Warhammer-Finale mit Lim von den Kings of the Hill und Fred auf dem Kanal mit kommentiert. Und sowas passiert ständig und das ist total schön. Diesen Austausch finde ich richtig gut. Ja, und also dort, die Warp-Show haben ja, wir genau, auch. Ja, genau, ist auch so ein Multikanal-Konzept so und das ist halt richtig geil. Aber das ist es auch, ne? Also trotzdem macht ja jeder so sein eigenes Ding. Es ist jetzt kein Network in dem Sinne. Das eine und das andere ist, geht da noch mehr, da geht sicherlich mehr. Man sieht, dass die Kings of the Hill wachsen wie Wahnsinn. So. Hm. Und dann sieht man auch dieser visuelle Content und die knackigen Battle Reports sind ja auch super guter Content, so der auch nicht so kompetitiven Spielern sehr zugänglich ist und so. Und das wächst und wächst. So. Hier Immotech und so altehrwürdig hat auch einen riesen Kanal. So. Und das ist natürlich weit weg vom englischsprachigen Raum. Das hat auch ein bisschen mit der Zielgruppengröße zu tun. Klar. Wir können alle den englischsprachigen Kram konsumieren. Andersrum ist das ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das Wachstumspotenzial ist begrenzt. Also auf jeden Fall nicht unendlich. Aber da geht sicherlich noch mehr. Gerade wenn man durch den guten Content kommen ja auch Leute ins Hobby oder ins kompetitivere 40k. Und wenn man auf eine Medienlandschaft schon stößt und die das als Thema behandelt und hypt und es gibt Fame zu holen und es gibt hier Strategievideos, es gibt da Interviews mit Gewinnern, es gibt da irgendwie coole Turniere. Natürlich ist es dann irgendwie eher so, dass man wie bei so einem Online-Rollenspiel oder sowas vielleicht auch einfach in so einen Sog gerät, ne? Als wenn man, wie Sepp erzählt hat, so damals irgendwie erstmal suchen musste, wo sind hier eigentlich die Infos? Wie weiß ich eigentlich, wo ein Turnier ist? Und wer weiß ich eigentlich, woher weiß ich, wer gerade gut ist und was die fetten Listen sind? Das wusste man alles gar nicht. Und da musste man sich in die Turnierszene reinkämpfen oder so. Und jetzt bietet sie einem ganz viele Anknüpfungspunkte und ich glaube, von da aus kann es auf jeden Fall wachsen. Hm. Ihr habt ja schon angedeutet, so, als ihr angefangen habt, war noch deutlich weniger los. Also eine absolut positive Entwicklung, was jetzt auch Content im Deutschen angeht. Oder würdet ihr so unterschreiben, oder? Auf jeden Fall, ja. Absolut. Ja, absolut. Also was sich in den letzten Jahren getan hat, wie viele dazu gekommen sind, auch dabei geblieben sind, ganz, ganz wichtig. Weil das ist ja auch etwas, was wir am Anfang gehofft hatten, irgendwie, dass wir das nicht nur irgendwie ein, zwei, dreimal machen, sondern dass es halt stetig so ist, ne? Dass man immer wieder Output hat und egal wie viele Leute irgendwie zuhören, solange es uns Spaß macht und wenn es halt zwei am Ende sind, dann machen wir halt trotzdem jede drei Wochen irgendwie unsere Folge. Das, was halt vorher so war, ist, dass es, Benny hatte gerade schon Immotech genannt, so dass er gefühlt so der Einzige, der permanenten Output hatte. Und jetzt haben wir ganz, ganz viele verschiedene,
die wirklich irgendwie am Ball bleiben, die nicht irgendwie nach 3-4 Wochen oder 3-4 Folgen dann wieder verschwinden. Sowas hast du auch immer, aber wir haben jetzt einige einfach, die wirklich lange dabei geblieben sind, am Ball geblieben sind, sich ausgearbeitete Konzepte haben und sich einfach irgendwie ihren Platz erkämpft haben und das auch immer weiter befüllen. Und das finde ich ganz, ganz großartig, dass es so viele verschiedene jetzt mittlerweile sind. Und umso schöner, dass sie dann natürlich auch irgendwie auf der Discord-Plattform dabei sind und wir so ein bisschen, ja, jeder auf der gleichen Ebene da zum Anfassen ist. Das finde ich total cool. Ja. Macht Spaß. Also kann man natürlich dann auch einfach nur Danke an die Leute sagen, die dann auch gesagt haben, ja, das Discord-Ding, da machen wir mit. Wir brauchen nicht unseren eigenen Kram, haben wir vorhin schon gesagt. Mhm. Das hilft natürlich dann auch, glaube ich, jedem irgendwie ein Stückchen weiter. Und dieser persönliche Kontakt, Benny hat es gesagt, es ist natürlich nicht so ein Network-Artifice, wie es bei Frontline Gaming ist, aber wir kennen uns alle und wir machen auch gerne Sachen zusammen. Also wir haben letztes Jahr ein Bootcamp gehabt, da waren die Kings auch hier und da haben wir zusammen gezockt und mit Fred machen wir die TTM-Sachen auch gerne, TTM-Finale, wenn es stattfindet, fahren wir zusammen hin, kommentieren das und so. Also gibt ganz, ganz viele Berührungspunkte. Ja, muss man so sagen. Und aus eigener Erfahrung können wir jetzt als relativ junger Content-Creator oder Content-Creator-Team auch sagen, selbst wenn man sich nicht kennt, so wie ihr, wir kannten uns jetzt vorher nicht, über Discord halt, ne? Genau, über Discord, genau. Aber dass man einfach auch relativ fix zusammenarbeitet, so dass man kann eigentlich fast jeden fragen, möchtet ihr mal zu uns kommen, mal mit uns schnacken, und da sagt eigentlich keiner nein. Also das ist eine wirklich auch unter den Content Creatoren, auch egal wie neu die sind und wie unbekannt, ein super gutes Zusammenarbeiten und man hilft sich gegenseitig, also macht wirklich Spaß. Ja, kann ich bestätigen. Mhm. Ja. Habt ihr aus eurer Erfahrung, aus eurer langjährigen Erfahrung, Tipps für Neueinsteiger? Was sollte man machen? Also wie ich jetzt eben schon sagte, könnte zum Beispiel in den Raum werfen, fragt einfach mal die schon Bekannten an, die sind mit Rat und Tat zur Hilfe und kommen auch gerne mal zu euch, um euren Kanal zu pushen. Habt ihr da sonst noch irgendwelche Ideen, wie man Neueinsteigern ein bisschen helfen kann? Also ich glaube, das Wichtigste hatte ich gerade schon gesagt, Konsistenz. Also ja. Am Ball bleiben, sich nicht irgendwie denken, ich muss jetzt ganz, ganz viel raushauen. Täglich muss ich auf jeden Fall ein einstündiges Video rausballern. Das geht irgendwie 2 Wochen gut und dann sind es auf einmal nur noch alle 3 Tage und dann ist es nur noch alle eine Woche und dann hört es auf. Das Wichtige ist einfach irgendwie am Ball zu bleiben, eine gewisse Stetigkeit zu bekommen in dem, was man macht, auch auf Kritik einzugehen und das vielleicht mitzunehmen und nicht aber unbedingt an sich heranzulassen. Wir haben einfach das Glück auch gehabt, dass so man kann so viele, also wir haben es ganz am Anfang gehabt, ja, sind denn die Menschen auf den Turnieren wirklich böse? Und eigentlich haben wir uns am Anfang genau an die gerichtet. Wir haben kleine Tipps und Kritik bekommen zu unseren Folgen und was wir ändern sollten, aber da war nie was Boshaftes mit dabei. Mhm. Und das war natürlich dann auch schon mal ganz schön. Und das zeigt sich eigentlich in der Community an sich. Die Leute sind offen Formaten gegenüber. Die sagen dir, was sie gut finden und was sie nicht gut finden. Da sollte man dann so ein Stück weit auf jeden Fall drauf hören. Mhm. Und ansonsten ist es Dinge ausprobieren und einfach den Leuten immer mal wieder was bieten. Nicht komplett unstetig werden, nicht von der Bildfläche verschwinden. Wenn man da mitmachen will, andere Leute mit einbeziehen, ist ganz wichtig. Also das wären so die Tipps. Das ist noch nicht mal irgendwie an den Themen oder so. Weil ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, dein Bemal-Channel hast oder ob du über Lore sprechen willst oder über Kompetitives oder so, der Inhalt ist da quasi egal. Es geht um das Drumherum, was stimmen muss. Und da ist es Konsistenz und auf Kritik hören und ansprechbar sein und sich zeigen. Ich möchte hinzufügen, einfach machen. Und machen, ja. Das ist natürlich das Stete, was wir gerne. Ja, ich glaube, man kann irgendwie viele 1000 Stunden
auf Amazon irgendwie Streaming-Gear suchen und vergleichen und oh, dieses Mikro, keine Ahnung, mit USB weiß ich auch nicht. So. Oder halt einfach erstmal machen mit deinem Handy und einem Kopfhörer-Mikro. Einfach mal gucken, ob es einem gefällt, überhaupt irgendwie Sachen zu produzieren. Man kann besser werden, kann man immer noch. So ganz viel Luft nach oben zu haben, ist ja erstmal nicht schlecht. Ja. Einfach erstmal was machen, gucken, reagieren die Leute darauf, weil ich habe, guter Content ist jetzt erstmal egal, wie gut der produziert ist. Natürlich soll man sich verstehen können. Also ich muss das ein bisschen qualifizieren. Ich glaube, ganz viele 40K-Podcasts, auch die englischsprachigen, waren vor ein paar Jahren noch ganz furchtbar produziert und sind es teilweise immer noch. Und das ist aber eigentlich nicht so schlimm, weil man hat sie trotzdem gehört. Ja. Weil die irgendwie charmante Leute hatten oder gute Themen oder irgendwas hatten, was einen interessiert hat. So, und dann ist das egal, ob das der eine da beim Autofahren irgendwie interviewt wird so, und die ganze Zeit irgendwie Motorengeräusche da rumbrummen, ja, oder die Lautstärkeunterschiede der einzelnen Leute und der eine klingt, als würde der irgendwie durch so eine Pringles-Dose reden. Das ist egal. Wenn das guter Content ist, dann wird das erstmal gehört so, und dann geben die Leute auch noch eine Chance und dann kannst du es immer noch verbessern und irgendwie Post-Production machen und dir ein besseres Mikro anschaffen und sowas. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht, erst 2000 Euro zu investieren in ein fettes Profi-Mischpult und ein Mikrofon und Vorverstärker, wenn man noch gar nicht weiß, ob es A, das eigene Ding ist, das durchzuziehen, und B, ob das vielleicht auch was ist, was Leute interessiert. Insofern einfach erstmal machen. Ausprobieren, Sachen da rauswerfen. Ja. So, man sollte selbst damit zufrieden sein. Ich glaube, das ist wichtig. So, das stimmt. Dann werden es auch andere gut finden. Moin Leute, hier ist der Sven aus dem Schnitt. Wir hatten einen krassen Disconnect und deswegen steigen wir jetzt ein bisschen ungelenk wieder in die Runde ein. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und haut rein. Ich meine, die Hoffnung, also nehme ich schon wieder auf. die Hoffnung ist ja natürlich, dass das dieses Jahr klappt, aber selbst da kann man sich ja nicht so sicher sein. Ne? Ich bin da schon sehr, sehr zuversichtlich. Ja, ich auch. So, bis dahin, so, da ist schon noch eine Menge Zeit. Das ist ein halbes Jahr. Ja. Und die Impfquote steigt und steigt. Ich halte das für realistisch. Ja, so. Ihr habt ja auch letztes Jahr habt ihr auch fast das perfekte Fenster getroffen. Also das war eine, vielleicht schon fast ein bisschen spät, aber passte noch genau. Ne? Das ein kleine Fenster. Das allerletzte Wochenende, was ging. Ja. Also und auch also, ne, mit einerseits großer Begeisterung, aber auch echt einem großen Kackstift, definitiv. Ja. Ich habe tatsächlich bei euren Podcasts immer mitgefiebert, als ihr darüber geredet habt. Ja. Ah, jetzt hat das Gesundheitsamt wieder irgendwelche Auflagen geschickt und so. Und ja. Ich war so durch, als der Anpfiff endlich war. Das ging gar nicht. Ich habe so häufig Kammerflimmern gehabt in der Zeit. Das war einfach ein stetes Auf und Ab, ey. Ja. Wie, wann seid ihr oder auf die Idee gekommen? Ihr habt ja schon berichtet von eurem großen Turnier in den Niederlanden. War das so auch der Ausgangspunkt, zu sagen, wollen auch in Deutschland, wo es ja noch nicht so viele 100 und mehr Spielerturniere gibt, also mir würde jetzt spontan nur der Baltic Cup einfallen, neben den HAO, war das so der Ausgangspunkt, zu sagen, sowas brauchen wir mehr in Deutschland und deswegen wollen wir auch sowas auf die Beine stellen? Ja, gar nicht so sehr die Größe. Es gab den Baltic Cup, klar, und dann nicht so viel, aber es gab auch in Deutschland viele große Turniere. Es ist einfach nur ein bisschen eingebrochen. Wonach wir geguckt haben, war eher so die Qualität dieses Turniers in Amsterdam, dass die Alliance Open Jungs da geboten haben, dieses Komplettpaket, dieses ein Wochenende wie Wellness-Oase, nur mit 40K. Hinfahren, Hotel sein, also im Hotel sein, da essen bekommen, und zwar gutes Essen, nicht einfach nur Imbisswagen vor der Tür, die abends an der gleichen, im gleichen Spielort wie noch an der Theke sitzen können und quasi dieses, ja, raus aus der Turnhalle, wie Sepp vorhin gesagt hat, und rein in so ein richtiges Hotel, das, ich glaube, ist sogar, also mit, ja, mit Service, mit so Hotelzimmern, die auch irgendwie was hergeben. Und wo man dann einfach nur im Fahrstuhl runterfährt, in den Spielraum geht mit seiner Armee. Also dieses Gefühl von, Alter, das ist doch mal was.
Das und wo man das auch wollen seine, wir importieren. Auch seine Familie mitbringen kann. Ja. Und die kann dann irgendwie was machen, sich eine schöne Stadt angucken. Und während man selber dann halt am Zocken ist und so, ne? Also dann, so kann man sich ja dann vielleicht auch nochmal das Wochenende leichter loseisen. Aber das führt ja irgendwie dann alles zusammen, dass es halt nicht nur in Anführungszeichen ein 40k-Turnier ist, sondern eben ein komplett Event mit kleineren Einlagen nebenher und mit einem schönen Hotel und allem, was Benny gerade gesagt hat, also dass irgendwie das Gesamtpaket stimmt, dass es halt nicht nur nicht nur ein Turnier ist und es ging auch nicht um die Größe. Das hat sich dahingehend erst entwickelt, als man irgendwie die Location gefunden hatte. Ja, genau, die erste Iteration hieß ja noch Northwest Open, war mit 80 Leuten in einem der Säle. Und es fühlte sich riesig an. Es war auch das zweitgrößte Turnier in Deutschland in dem Jahr. Und es war auch riesig. Es war super, das zu machen, ein Zweitagesturnier. Wir hatten viel zu wenig Zweitagesturniere überhaupt. Und das aber gekoppelt mit dieser Hotelatmosphäre, das hat für so viel gutes Feedback auch gesorgt. Und wir haben diese Erfahrung halt mitgebracht aus Amsterdam und wollten das halt auch einfach haben. Und das war ein langer, langer Ritt, auf jeden Fall ein Hotel zu finden, das das Experiment mitmacht. Ja, und neben den Erfahrungen aus Amsterdam war es natürlich auch so, dass die Danny von den Alliance Open den riesengroßen Fehler gemacht hat, uns zu sagen, ja, wenn ihr mal irgendwie Support braucht und so, ey, sagt Bescheid. Tja. Wir sind so Leute, wir machen das dann auch. Genau, dann wir machen das ja nicht von uns alleine aus, sondern wir arbeiten da eben mit der Alliance Open zusammen, also mit unseren Freunden aus den Niederlanden, die quasi dann Matten und Gelände stellen und natürlich ein bisschen was Preissupport bzw. Sponsoring bringen die mit, die TOs und viel übers Netzwerk laufen lassen und so. Also es ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Die bringen einen Teil mit und wir einen anderen und das ist irgendwie aufgegangen. So perfekte Symbiose. Ja, und ich meine, mit Bremen hatten wir halt einfach auch dann einen Standort gefunden, der einfach super gepasst hat. Auf der einen Seite ist es halt nicht zu weit von den Niederlanden weg, sodass man irgendwie, dass die Jungs 10.000 Stunden fahren müssen. Von unserem Heimatort Oldenburg ist es halt auch nur ein Katzensprung. Bremen hat halt auch einen internationalen Flughafen und das hat man dann irgendwie, dadurch, dass da Ryanair und so hinfliegt. Und wir wussten, dass halt die Leute echt, wenn die wissen, dass es ein geiler Event werden kann, dass halt das auch international einfach dann irgendwie beachtet wird, war das natürlich noch ein anderer Vorteil, der dazu kam, weil wir haben auch, oder Benny vor allen Dingen, hat noch ganz, ganz andere Locations angeguckt, die eine ganz andere Schiene gewesen wären. Aber am Ende hat sich halt, das Atlantic Hotel gemacht, auch dahingehend einfach dank der Offenheit der dort arbeitenden Menschen, ehrlich gesagt. Ja, wollte ich gerade fragen, war es schwierig? Also stößt man da auf Ablehnung oder sagen die meisten, okay, das ist ein gutes Geschäft für uns, wir können die Räume vermieten und möglicherweise auch die Zimmer gebucht bekommen? Oder ist das eher so, okay, wer kommt da, wer hat da Interesse, kann das überhaupt funktionieren? Und ich glaube, das war ein Lernprozess für uns, zu verstehen, wie Hotels Angebote machen. Nämlich, die setzen auch erstmal ganz hoch an und dann schrecken die einen irgendwie ein bisschen ab. Die machen erstmal den Eindruck, dass sie einen gar nicht haben wollen. Aber ich finde, man hat schon halt von den Antworten gehört, so wer kann sich das tatsächlich vorstellen und wer macht dir hier jetzt gerade einfach nur pro forma ein Angebot, damit du es ablehnst. Und da waren nicht viele dabei, die wirklich aufgeschlossen waren. So, die nochmal mit sich haben reden lassen, die dann beim Zweitkontakt quasi auch nochmal so ein bisschen entgegengekommen sind und so. Und das war wirklich eigentlich so das Atlantik-Galopprennbahn, wo man direkt ins Gespräch kam, so, wo die auch gefragt haben, was habt ihr da eigentlich vor? Wie können wir uns das vorstellen? Und dann, sobald man im Gespräch ist, wir sind da hingefahren, wir haben halt Bilder aus Amsterdam gezeigt, wir haben wirklich so auf dem Tablet irgendwie so ein Verkaufsgespräch gemacht, so damit die kapieren, was wir vorhaben. Und als dann irgendwie in der Groschen fällt, ach, und die übernachten auch hier und ach, was, 2 Tage und oh, dann konsumieren die auch noch und so und dann kam das eine zum anderen und dann kommt man irgendwann zueinander. Aber das war sehr, sehr harte Arbeit. Das glaube ich. Erstmal sehr viel Hartnäckigkeit, immer wieder noch ein Hotel anzuschreiben, noch eins anzuschreiben, bis man quasi
das eine gefunden hat und dann halt mit denen auch sich so weit anzunähern, dass es funktioniert. Ja. Also glaubt ihr auch, dass gerade das so ein bisschen der Hemmschuh ist, dass es in Deutschland mehr solcher Formate gibt, ja, einfach die Location zu finden? Ja. Ja, Location und natürlich alles, was noch dazugehört, ne? Also Gelände, Matten und so weiter, obwohl das, glaube ich, kann man ganz gut durch die Community abfedern. Also was wir an Angeboten bekommen haben, wo wir ja auch wir haben ja im Podcast relativ transparent darüber berichtet, wie einfach momentan die Lage ist. Und ganz, ganz viele Clubs sind auch auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, hier, wenn die Niederländer nicht rüberkommen können, ne, wir bringen Gelände mit und wir bringen auch Matten mit und das kriegen wir hin. Wir können auf jeden Fall 18, 12 Tische mitbringen, gar kein Problem. Wir kommen am Vorabend, dann bauen wir alles zusammen auf. Irre. Also ja, wirklich irre. Total irre. Mega geil einfach. Und das ist, glaube ich, erstmal ist das, also dieser Teil ist ein Hemmschuh. Weil Matten sind teuer, Gelände ist teuer und wenn man das Geld hat, dann ist trotzdem noch viel Arbeit drin. Man muss den ganzen Krempel anmalen und so. Mhm. Da ist ganz, ganz, ganz viel drin, weil wenn du 80 Leute hast, brauchst du 40 Tische, wenigstens. Ja. Das ist eine Sache und dann eben ganz genau, was ihr gesagt habt, ist halt die richtige Location dafür zu finden, weil die sind jetzt nicht unbedingt aufgeschlossen, immer unbedingt und auch nicht am richtigen Ort, obwohl der Ort dann vielleicht auch noch relativ egal ist. Aber es muss halt irgendwie ganz, ganz viel drumherum passen, dass es eben so funktioniert. Und die Niederländer hatten ja jetzt auch große Probleme damit, irgendwie jetzt, wo in Amsterdam umgebaut wird, auch selbst dort dann noch irgendwie eine Location zu finden, die annähernd in die richtige Richtung geht. Ja, da müssen sich ein paar Sachen fügen tatsächlich. Ja, andererseits gibt es echt viele, viele Hotels und vielen davon geht es im Moment auch nur so mäßig aufgrund der aktuellen Lage und die sind sehr, sehr gesprächsbereit. Das kann ich euch sagen. Ist eine gute Situation gerade. Wenn man daraus Kapital schlagen will. Nein, Mann. Sondern auf die zuzugehen und zu sagen, hey, guck mal, wir wissen, Perspektive gerade blöd, aber vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Anfang nächsten Jahres, wenn es wieder läuft. Wir sagen euch jetzt aber schon mal zu. Also die sind froh, wenn sie was in ihren Büchern haben zum Beispiel. Und dann kommt man vielleicht eher ins Gespräch, weil einfach gerade nicht so viel los ist, sind die vielleicht gesprächsbereit, ne? Wenn man mit 14 goldenen Hochzeiten konkurrieren muss, ist das vielleicht schwieriger, als wenn gerade einfach keine Hochzeiten stattfinden. Ne? Und vielleicht ist es dann auch, also wenn man die Idee hat, gar nicht mal so schlecht, jetzt ohne irgendwie jetzt hier unser Zutun da großartig zu hochhängen zu wollen, aber dann kann man gerne auf die Alliance Open Events verweisen, ja, wenn ein Hotel da wirklich irgendwie Sorgen hat, wie soll das denn alles funktionieren und wie wollt ihr das denn überhaupt bezahlen, wenn keine Sau kommt? Es geht. Es geht. Es wird überall anders oder es wird an anderen Orten auf der Welt auch gemacht und da funktioniert das auch. Und wenn das Konzept solide ist und alles drumherum irgendwie organisiert wird, dann kriegt man das auch hin. Und dann, glaube ich, sind die Hotels da auch sehr, sehr offen. Aber man muss ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und das hat Benny ganz wunderbar gemacht. Ja. Oh. Klar, wenn man halt auch noch das Verkaufsargument von mindestens, weiß ich, 50, 60, 70, 80 Buchungen für Hotelzimmer hat. Das, ich glaube, das hat Benny ja schon angedeutet, da wird das Hotel mehr als hell hören. Ja, das ist wichtig. Ja, genau. Also die Hotelbuchung und genau, also die Hotelbuchung und natürlich, Warhammer ist halt kein günstiges Hobby. Die Menschen, die kommen, die haben ein bisschen Geld in der Tasche und auch das hört ein Hotel relativ gerne. Ja. Das größte Beispiel ist ja auch Las Vegas Open. Die haben ja, ich weiß gar nicht, über 500 Teilnehmer. Das funktioniert ja auch und da findet sich dann, klar, Las Vegas hat andere Voraussetzungen, was Hotels angeht, muss man einfach so sagen. Aber in die Richtung ist was möglich. Habt ihr das Gefühl, dass in Europa sowas auch irgendwann mal möglich ist mit einem 500-Spieler-Turnier? Oder mangelt es da schon allein an der Hotel-Infrastruktur? Ja, also ich glaube, das London GT, das geht ja schon in eine sehr, sehr hohe Richtung. Das kommt ehrlich gesagt total drauf an, was man will. Also ich glaube schon, dass man die Schrauben echt sehr, sehr hochziehen kann. Da muss sich halt nur jeder Organisator fragen, ob er das denn will. Ja. Ich weiß es jetzt irgendwie bei uns, so bei 100, wir haben glaube ich, irgendwo haben wir mal gesagt 160 oder so, das wäre schon ein extremer Wert. Wenn der Moment gekommen ist, wo ich halt irgendwie die Namen der Leute nicht mehr zuordnen kann,
dann ist es, glaube ich, für mich einfach zu groß. Dann ist es vielleicht dann doch nicht mehr das, was ich so gerne möchte, weil dann ist es dann irgendwie wirklich nur wie eine Herde irgendwie da durchschleusen und möglichst groß und so. Und dann fehlt so dieses, ja, ich weiß nicht, Intimität ist vielleicht ein heftiges Wort dafür, aber ja, da fehlt ein bisschen was an dem, am Feeling, glaube ich. Also man kann es sicherlich, wenn man es forcieren will, extrem hochdrehen. Ich glaube, das kann auch Erfolg haben, gerade wenn man irgendwie an einer Location ist, die vielleicht zumindest kontinentaleuropamäßig gut angebunden ist und ein solides Konzept mitbringt. Kann ich mir gut vorstellen. Muss aber dann jeder Organisator für sich wissen, ob es das ist, was er will. Hm. Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, welches Potenzial ihr abgreifen wollt von der Größe her, oder lasst ihr das auf euch zukommen und was die Location so hergibt? Ja, wir haben tatsächlich genau das, was Sepp gerade gesagt hat, so dieses, das muss, für uns muss das, damit es für uns Spaß macht, so ein Gefühl bleiben von, man kennt sich, große Klassenfahrt oder was auch immer. Das ist, was genau die Zahl dafür ist, muss man ausprobieren. Wahrscheinlich wird man irgendwann merken, nee, das war jetzt zu groß, und dann macht man es wieder kleiner. Ja. So. Also die Räumlichkeiten in Bremen geben noch eine Menge her, das ist klar. So da sind noch Säle. Das muss man aber wollen. Und wir sind da auch Freunde des gepflegten langsamen Wachstums. Also im ersten Mal waren es 80, beim zweiten Mal unter Corona-Bedingungen hatten wir 120 Plätze. Es waren dann irgendwie 100 und, weiß ich nicht, 2 oder 3 da. Und es geht bestimmt größer, ohne Auflagen definitiv. Und es wird bestimmt, wenn wir weniger Auflagen haben, auch größer werden als 120. Aber ja, das hängt alles von den Situationen ab dann. Und wie gesagt, ich glaube, dann irgendwann merkt man, huch, das war vielleicht zu viel. Ja, alles klar. Seht ihr, dass die Entwicklung auch mehr zu größeren und internationalen Turnieren in Deutschland ist? Oder kann man das nicht so pauschal sagen? Wir hätten, ich glaube, 2020 wäre ein Jahr von, ich weiß nicht, 4 oder 5 sogenannten Majors gewesen in Deutschland. Also es hätte den Baltic Cup, das HAO, Herford, Kassel und also Mini Paradise und vergesse ich was, weiß ich nicht, vielleicht waren es auch nur 4. Auf jeden Fall hätte es irgendwie eine ganze Reihe gegeben. Ach, und Karlsruhe, ja. Bei Konje. So, und das war alles schon am Start. Alle waren, die Planung waren, die Termine waren, die Tickets waren gebucht quasi. Es hätte alles stattfinden können. Und es wäre quasi, so stellt man sich das vor. Eigentlich müsste man jeden Monat oder jeden zweiten Monat zumindest irgendwie so ein Major haben, so ein zweitägiges Turnier, wo man hinfahren kann, wo man auch mit seinem Club irgendwie aufschlägt und sich ein Airbnb mietet, was auch immer, oder in ein Hotel geht. So. Das wäre schon ziemlich cool. Im Moment oder davor war es halt echt viel so Eintagesturniere im kleineren Maßstab. Das ist auch wesentlich leichter zu organisieren. Ja, ja, wie gesagt, ich glaube, wir waren gerade auf dem Weg und dann kam halt, ja, geht nicht. So. Ja. Also der Markt dafür ist da, die Leute haben Bock. Also das ist offensichtlich gewesen. Das einzige Problem war jetzt Corona. Und ich glaube, wenn wir danach... So, wenn das alles durch ist, so wieder in halbwegs normalen Trott kommen, dann wird das sich, glaube ich, auch dahingehend fügen. Dann werden wir die großen Events haben, mehrere pro Jahr. Und ja, und das ist halt dann auch wirklich ein Stück weit einfach international. Also die Leute haben auch kein Problem damit, hier irgendwie über die Grenzen rüberzufahren. Wir sind ja auch in die Niederlande gefahren. Da sind einige Engländer gewesen. Wir haben bei uns, hatten wir auch Schweden dabei und weiß der Geier nicht, wo die alle herkamen, die Leute. Also die für einen guten großen Event nehmen die Leute viel auf sich, aber eben auch da, was wir gesagt haben, ne, wenn es halt nicht nur das Turnier ist, sondern ein Event drumherum, wenn man vielleicht irgendwie der Ehefrau dann doch ein bisschen mehr bieten kann, als ja, du wirst jetzt halt jetzt die nächsten 10 Stunden hier neben der Platte sitzen und mir zugucken, ne, dann ist das einfach schon mal eine schöne Möglichkeit, die dazu zu bekommen, auch mitzukommen, und das ist ganz cool und das hilft ganz viel, da eben mehr draus zu machen, als lediglich 40K zu haben. Und ich glaube, da ist das Potenzial sehr, sehr groß. Und ja, also wenn es wieder geht, dann werden wir das definitiv sehen, ob es jetzt irgendwann dann ein europäisches LVO gibt in der Größe.
Wir müssen uns überraschen lassen. Also ich glaube am ehesten in London dann, weil da scheint die Ambition auch in die Richtung zu gehen. Oder in Utrecht. Oder in Utrecht, ja. Sicherlich auch. Ja, aber warten wir es ab. Was ich denke, was man sagen kann, ist, dass auf jeden Fall die Qualität der Events sich stetig erhöhen wird. Ja. Also man sieht auf jeden Fall auch eine Entwicklung ins Positive in jedem Fall, muss man so sagen. Ja. Aber das soll im Übrigen auch grundsätzlich, wenn man von Qualität spricht, soll das kein Abgesang auf die eintägigen Turniere irgendwo in der Sporthalle sein oder im Jugendclub oder so. Ne? Die haben absolut ihre Berechtigung, die machen Spaß, das sind auch geile Tage. Ja, keine Frage. So, ihr habt uns schon ein paar Tipps gegeben über verschiedenste Themen. Jetzt aus eurer Turnier-Orga-Sicht, habt ihr da mal ein paar Tipps für Leute, die sagen, okay, ich möchte vielleicht auch erstmal logischerweise anfangen mit zum Eintägigen, wie du es gerade erwähnt hast, Sepp. Vielleicht auch später dann größer werden. Was wären so eure Einsteiger-Tipps? Wenn du Orgern willst, Orga nur. Ja. Versuch nicht auch noch zu spielen, auch wenn es verlockend ist. Ja, und wenn du dir sagst, auch 18 Leute, das kann ich handeln, auf jeden Fall. Vergiss es. Du kannst so sicherlich, aber dann platzt dir die Birne. Ja, wo du gerade sagst, ne, Organ, wenn du Orgast, dann spiel nicht. Ne? Ich war mal auf dem Underworlds-Turnier und da hat der Typ, der das alles organisiert hat, auch mitgespielt und war nachher noch am Final Table und hat den zweiten Platz gemacht. Das heißt, alle 32 Spieler waren wir, glaube ich, die haben am Ende auf dieses Final Table gewartet, ne, dass die endlich fertig werden, weil alle nach Hause wollten. Das hat so genervt. Ja. Und dazu kommt noch, wenn du dein eigenes Turnier gewinnst, ist das auch immer irgendwie doof. Ja, eben. Also dann kannst du auch gleich nicht mitspielen. Also nein, das stimmt nicht. Du kannst trotzdem, wenn es irgendwie ein 8-Mann-Turnier ist, dann spielst du halt mit. Ne? Aber ich glaube, generell ist man mit Selbsttipp ganz gut dabei. Gerade wenn man es zum ersten Mal macht. Zum einen würde ich empfehlen, sich vielleicht jemanden an die Hand zu nehmen, der das schon mal gemacht hat und das erstmal so Code zu orgern oder so. Und dann auch nicht zu spielen. Und erstmal zu gucken, wie läuft der Hase, wie bediene ich irgendwie das Pairing-Programm, solche Sachen. Ja. Und Kaffee. Genau, Kaffee, Leute. Kaffee. Ja. Es muss einfach ein Nachschub an Kaffee muss sichergestellt sein. Und die Toiletten auch zwischendurch mal, also nachgefüllt und geputzt. Ja, einfach mal auch als Organisator mal so eine 10er-Packung rollen ins Auto. Ja, man weiß nie, was passiert. Die definitiv dabei haben. Naja, aber ansonsten ist es immer gut, wie Benny sagte, schon mal sich an jemanden zu hängen, irgendwie, der das organisiert hat und dann selber so ein bisschen den Bock mitzubringen und zu sagen, ey, ich würde auch gerne ein Turnier organisieren, wollen wir das vielleicht mal zusammen machen? Ich würde mir das gerne angucken, was man da irgendwie alles braucht. Wenn man keine Erfahrung darin hat, wie man Veranstaltungen organisiert, dann ist das ganz besonders wichtig. Man muss sich in der Location auskennen, wissen, wo der ganze Kram irgendwo steht, was man beachten muss. Ja, man braucht halt seine Tische, man braucht seine Matten, das Gelände, alles, was dazugehört, irgendwie Ausdrucke und den ganzen Kram. Aber das sind so Sachen, die man sich eben genau von jemandem holt, der das schon mal gemacht hat und einem so ein bisschen auch die innere Ruhe gibt. Wir sind ja auch nicht damit gestartet, irgendwie das Turnier in Bremen zu machen. Wir haben auch kleinere in Oldenburg erstmal gemacht und uns daran getastet. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wenn man da Bock drauf hat, dann wie es vorher der Tipp war zum Podcast, machen. Sich jemanden suchen und dann loslegen. Dann haut man das Ding auf T3 und dann sieht man zu, dass man so ein bisschen die Werbetrommel rührt und dann wird das schon. Ja, und wenn es dann halt 10 sind statt 18, ja mein Gott, ey, dann ist das halt so. Wichtig ist irgendwie auch, nach Möglichkeit nicht alleine machen. Ob es jetzt jemand Erfahrenes ist oder nicht, aber irgendwie ist immer schöner, das nicht alleine zu machen. Ja, also wir machen ja auch unsere kleinen 20-Mann-Turniere, bis jetzt noch ohne T3. Und eigentlich alles, was ihr gesagt habt, haben wir auch so lernen müssen und gelernt. Und dementsprechend kann ich das alles eigentlich nur so unterstreichen. Also Kaffee war immer da. Ja, seitdem du da bist. Du kennst ja die ersten noch nicht. Ja, stimmt. Ja, das ist so, also sonst rasten die Leute aus, das geht halt nicht. Und Snickers für 1 Euro. Ja, irgendwie so, dass sie nochmal Zucker kriegen oder weiß ja gar nicht was. Oder zumindest eine Möglichkeit, dann irgendwie auch aufs Mittagessen zuzugreifen und all solche Sachen. Ne? Ist ein Dönermann in der Nähe, blablub.
Das ja, der Stefan macht das beste Chili con Carne. Ah, siehst du. Kannst du, ja, oder irgendwie so jemand, der da an der Gulaschkanone rumsteht. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Und ja. Dann, wie gesagt, es muss nicht immer das Vier-Sterne-Hotel sein. Das ist überhaupt nicht der Maßstab. Ein glatt laufendes Turnier ist immer cool. So. Ja. Das stimmt. Ja, zum Abschluss des Turnierthemas und im Prinzip auch des Podcasts würden wir euch hier noch ein bisschen Platz für Werbung für euer HAO 2021 geben, auch wenn ihr dies sicherlich nicht braucht. Es gibt ja schon mehr als genug Anmeldungen, aber berichtet doch, was ihr so ein bisschen vorhabt. So soll ich. Na, wir wollen ein Turnier machen, ob unter Corona-Bedingungen oder nicht. Also das war auch letztes Jahr schon unser Credo, halt es muss irgendwie sicher gehen, sonst machen wir es nicht. Also unter wie pandemiesicheren Bedingungen. Ich bin zuversichtlich, dass es im Oktober irgendwie alles wieder ganz, also relativ entspannt wird. Ja, es wird vom 22. bis 24. Oktober in Bremen stattfinden. Möglicherweise, je nach Spieleranzahl, wird es auch am Freitag schon Spiele geben. Also da wissen wir noch überhaupt nicht genau. Es kann sein, dass es 6 Runden gibt statt 5. Das kann auch sein, dass es am Samstag 4 gibt. Keine Ahnung. Also darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, weil es einfach noch keinen Anlass gibt, sich auf eine Spieleranzahl irgendwie festzulegen. Mhm. Aber Urlaub, ganz, dafür sollte man schon mal einreichen. Genau, also merkt euch schon mal den 22. bis 24. vor, wenn ihr daran interessiert seid. Was erwartet euch? 5 bis 6 gute Spiele in einem Premium-Hotel mit tollem Service, mit tollen Zimmern, mit einer tollen Community, mit Abendveranstaltungen, mit Preissupport noch und nöcher, nicht nur für gute Spieler, auch für Best in Faction, für Best Painted, für bestes Modell, keine Ahnung. Also all diese Dinge, viele, viele Preise und ein toll durchorganisiertes Turnier mit Livestream, also mit der Gelegenheit, vielleicht auch mal auf einem Livestream zu spielen. Gibt es ja bei uns in Deutschland auch nicht so oft. Und eine runde Sache. Ja, große Community-Klassenfahrt. Ja, und wenn es halt nicht mehr Corona-mäßig unterwegs, wenn wir dann nicht mehr Corona-mäßig unterwegs sein müssen, dann gibt es halt auch wieder die wunderbare Bar mitten im Raum, in einem der Haupträume, wo gespielt wird. Das gehört da natürlich auch ein Mühe weit dazu. Ja, wie gesagt, es ist halt ein rundum schönes Ding einfach. Es geht die ganzen Tage über, abends kann man zusammensitzen an der Bar, kann man noch schön was essen. Also nur um ungefähr ein Maß vielleicht setzen zu können, im letzten Jahr waren unsere Tickets bei 65 Euro und da drin waren aber dann zum Beispiel auch 2x Mittagessen. Also das absolut fair. Ist dann, ja, also wir können es natürlich nicht sagen, wie teuer es dann irgendwie dieses Jahr wird. Das werden wir alles noch besprechen müssen. Aber so in die Richtung wird es dann irgendwo gehen. Also es ist halt auf den ersten Blick halt nicht ganz billig. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man irgendwo anders hinfährt für ein 2-Tages-Turnier und sich dann 2x Mittagessen kaufen muss. Und es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine Pommes und eine abgeknickte Bratwurst dann irgendwie in der Pappschachtel liegt, sondern das ist halt 4-Sterne-Hotel-Essen. Das hat schon eine gewisse Qualität. Ohne jetzt irgendwie den Rattenpuff irgendwie dissen zu wollen, wo der fettige Typ seine Pommes rödelt. Das ist auch immer mal lecker. Aber das ist halt eben schon mal was anderes. So, und genau, das ist einfach ein wunderbares Rundum-Paket, wo man einfach wirklich ein paar schöne Tage haben kann, mal auch mit der Family anreisen kann. Das ist auch nicht unüblich irgendwie bei unseren Turnieren, dass da die Leute mit ihrer Ehefrau und dem Kind kommen. Von daher, das kann man sich gut und gerne mal geben. Wir wissen noch nicht genau, wann die Tickets dann rausgehen. Also wir hatten vermutet Ende April, Anfang Mai. Ich denke, es wird dann eher in die Richtung Mai reingehen. Wir werden dafür definitiv die Werbetrommel rühren auf unserer Facebook-Seite Target Priority 40K und natürlich im Discord sowieso und bei uns im Podcast. Überall, wo man irgendwie was von uns hören kann, da wird dann darauf hingewiesen, auch schon weit im Vorfeld. Also wir kommen dann nicht raus und sagen, hier, jetzt gibt's die Tickets übrigens. Okay. Wir sagen das schon wenigstens 2 Wochen im Vorfeld, weil die Tickets auch relativ schnell weg sind einfach. Ich glaube, Benny, korrigiere mich, beim letzten Mal waren es was, 5 Tage? 3 Tage? Ich glaube 5. Ja. Also in Wochenfrist auf jeden Fall. Ja, genau.
da waren die sofort weg und dann irgendwie noch reichlich auf der Warteliste. Was man übrigens immer sagen kann, wenn man nicht sofort ein Ticket kriegt, immer auf die Warteliste setzen lassen, ist total wichtig. Hm. Weil es bei 40k-Turnieren, wie es bei ganz vielen Veranstaltungen der Fall ist, gibt es einfach eine gewisse Fluktuation. Also wer dann irgendwie im ersten Gang kein Ticket bekommen hat, sollte nicht traurig sein, auf die Warteliste setzen. Da geht immer noch was. Jetzt habe ich Hunger. Und Lust auf ein Turnier. Pommes und Turnier. Genau. Ja, also kann man nur für werben. Auch an unsere Zuhörer. Guckt, wenn ihr Lust drauf habt, nehmt einfach teil. Das ist auf jeden Fall eine einmalige Erfahrung. Die sollte man gemacht haben. Ja. Bisher haben wir zumindest nur positives Feedback bekommen. Also es kann natürlich auch sein, dass die Leute einfach nett zu uns sind, aber wir nehmen das einfach mal so mit. Ich denke, das wird schon ehrlich gemeint sein. Auch wenn ihr trotzdem nett seid. Auf du Schleim nur. Ja, dann sind wir tatsächlich mit unserer Liste an Fragen an euch durch. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr schöner Einblick in unterschiedlichste Themen, das, was euch und 40k insbesondere betrifft. Dann habt ihr jetzt noch Platz für Shoutouts, wenn ihr jemanden grüßen wollt, etc. Gerne haut immer raus. Genau. Ich glaube, wir haben schon fast alle genannt, aber an der Stelle auf jeden Fall nochmal besondere Shoutout an das Team, an die 40 Kings. Wir hoffen bald wieder in echt zu spielen und nicht nur in komischen TTS-Teamturnieren. Das wird gut. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten haben wir, glaube ich, wirklich alle genannt. Von daher, ja, ans Team auf jeden Fall und an die Community insgesamt. Vielen Dank, dass ihr uns bei dieser wunderbaren Reise weiter begleitet. Es hat bis hierhin Spaß gemacht und wir freuen uns auf weitere Zeit mit euch. Ja, vielen Dank. Ja, wir danken natürlich auch unseren Unterstützern shock2.at. Kommt auch mal da, findet sich gerade so der Aufbau einer 40k-Community, ganz interessant. Und natürlich unserem Verein, den Hildesheimer Gelegenheitswürflern. Ja, gibt es noch was zu sagen aus deiner Sicht, Sven? Nein, das ist alles gut zusammengefasst. Genau, dann abonniert uns auf YouTube genau. Und hört unseren Podcast auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Gerne auch mehrmals. Genau. Da, wo es möglich ist. Kann man ruhig einfach mal reinsuchten. Dann, ne? Richtig. Da, wo es möglich ist, hinterlasst einen Kommentar. Das hilft uns auch. Und konstruktive Kritik ist auch immer erwünscht. Und verbessern kann man sich ja immer, das haben wir ja auch heute im Podcast gehört. Potenzial gibt es überall und sollte es auch geben. So ist es. Ja, genau. Ich kann noch einen Tipp an zukünftige Gäste dieses Podcasts geben. Wenn ihr eingeladen werdet, stellt euch mehr als eine Kanne Bier auf den Tisch. Ich hatte drei hier. Ja, gut für dich. Du hast das einfach von vornherein besser gelöst. Das ist die Erfahrung bei Sepp. Ja, ja, ganz genau. Ich weiß auch, wenn wir irgendwo aufschlagen, dauert es eh länger. Ja, danke, ja, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke für die Einladung. Ja, war schön. Gerne. Danke, danke. Immer gerne. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, oder bleibt uns nur noch, euch zu verabschieden. Mit unseren klassischen Worten. Tschö mit Ö, ciao mit Au und bye mit Ei. Ja, ciao. Tschüss, danke. Ciao.